Grüß euch miteinander, meine verehrten Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zu dem Energie- und Klimatalk vom Kanton Bern. Es ist schon der zweite Jahr. Ich begrüße alle hier, die in der alten Mühle sind, in Langenthal, in meiner früheren Heimat. Und begrüße auch alle die, die jetzt irgendwo am Bildschirm sind, im Homeoffice und uns per Livestream zuschauen. Mein Name ist Sonja Hasler und ich freue mich sehr, dass ich euch hier moderatorisch begleiten darf, heute oben. Ihr seid ja hier, weil ihr euch wahrscheinlich überlegt, eine neue Heizung reinzutun. Wem geht es so? Ja, der Mehrheit. He? Ja, wir sollten ja eben fort von dem Öl und von dem Gas, nicht zuletzt wegen dem CO2 und wegen dem Klima, aber jetzt auch noch ein bisschen wegen Putin, gell? Da muss man irgendwie fort von dem. Und vielleicht seid ihr jetzt so am Studieren, oder? Was soll ich eigentlich machen? Gibt ja da verschiedenste Sachen, Wärmepumpe, Fernwärme, Holzpellets oder thermische Solarsysteme. Und dann wüsst ihr nicht so recht, wo kann ich mich hermelden oder wie ist es mit den Subventionen, für was gibt es wie viel und so weiter und so fort. Kommt noch das neue Energiegesetz, wo man noch nicht recht weiss, was man dann machen muss. Also, auf all diese Fragen soll es heute Antworten geben, und zwar von sehr fachkundigen Herren. Die machen zuerst einen Fachinput und dann diskutieren wir vor allem, dann könnt ihr alle eure Fragen stellen. Und auch die, die im Livestream dabei sind, ich habe hier ein Tablet und überkomme eure Fragen, die ihr dort eingebt. Und eben, wir starten mit den kurzen Fachinputs und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, damit das auch alle verstehen. Und diese Fachinputs, die werden dann auch auf der Homepage des Kantons aufgeschaltet und die kann man noch anschauen. Diskutieren tun wir dann auf Berndeutsch, gell? Einfach nur, dass das klar ist. Und jetzt widmen wir uns zuerst dem neuen Energiegesetz. Sie haben das mitgekommen, der Grosse Rat hat am Anfang März dem zugestimmt, 147 zu 0 Stimmen. Und Sie haben das gesehen, es gibt kein Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen, aber es gibt ganz bestimmte Auflagen. Und jetzt wollen wir wissen, was da gefordert ist. Und uns sagt das Christian Glauser, er ist stellvertretender Amtsleiter des Amts für Umwelt und Energie des Kantons Bern, leitet die Abteilung Energie. Und eigentlich ist er auch der Gastgeber heute, darum ein herzlicher Langenthaler Applaus für Christian Glauser. Bitte schön. Herzlichen Dank, Sonja. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu der Veranstaltung heute. Mein Thema meines kurzen Inputs ist, was verlangt die neue Energiegesetzgebung und insbesondere den Fokus stark auf den Ersatz der fossilen Heizungen gelegt. Lassen Sie mich so beginnen. Das sind die Treibhausgasemissionen der Schweiz, dargestellt in einem Kuchendiagramm. Sie sehen da, der größte Anteil ist verursacht durch den Verkehr. Der zweitgrößte Anteil ist verursacht durch die Gebäude und in diesem Bereich insbesondere durch die Öl- und Gasheizungen, die da zu Buche schlagen. Und die restlichen teilen sich dann noch auf in Industrie, Landwirtschaft und Abfall. Aber eigentlich sieht man da, wirklich ein großer Anteil der Treibhausgasemissionen kommt aus dem Gebäudebereich. Und für den Gebäudebereich in der Schweiz sind die Kantone zuständig. Das ist eigentlich auch die Grundaussage, deshalb hier ein Kantonsvertreter zu diesem Thema Gebäude. Von Ihrer Seite, auf der rechten Seite, habe ich noch abgebildet, was hat für Veränderungen stattgefunden bei den Treibhausgasemissionen. Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, im Bereich Verkehr, Industrie und Übrige muss man sagen, die Grafik beginnt bei den 1990er Jahren bis und mit 2018 kann man sagen, das ist leider fast stabil.
Die Industrie hat einen Absenkpfad eingeleitet, Größenordnung in den Nullerjahren. Und die Gebäude, die sind hier grün dargestellt, da sieht man so ein bisschen mit einem Zickzackverlauf. Wir sind da effektiv, den Absenkpfad haben wir eingeläutet, aber wir möchten eigentlich diesen Pfad weiter beschreiten mit der neuen Energiegesetzgebung, was ein Instrument ist dazu, sodass wir diesen Trend positiv fortführen können in Zukunft. Lokale Gegebenheiten, wie sieht das für die Gemeinde Langenthal aus? Das ist basierend auf dem Gebäudewohnungsregister eine aktuelle Auswertung, mit was für Heizsystemen wird in der Gemeinde Langenthal Raumwärme erzeugt. Sie sehen, wir haben einen starken Gasversorger mit rund 38%, sage ich mal, Gasheizungen in der Gemeinde Langenthal und auch einen sehr dominanten Teil, 22% Ölheizungen, die da im Einsatz sind. Relativ markant ist auch keine, bedeutet, wir haben bei diesem Block, dem blauen Block, haben wir keine Angaben dazu, was da für Heizsysteme im Einsatz sind. Und die restlichen, bis auf Elektrizität, sind die erneuerbaren. Also es herrscht noch ein gewisses Potenzial in der Gemeinde Langenthal bezüglich erneuerbar Heizen und Dekarbonisierung im Wärmebereich. Das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb wir auch gesagt haben, wir kommen mit dieser Veranstaltung gerne mal nach Langenthal. Revision der kantonalen Energiegesetzgebung. Insbesondere, ich denke, das ist übergeordnet zur Erreichung der Ziele der nationalen, aber auch der kantonalen Energiestrategie, ist sicherlich ein Grund. Ein weiterer ist die Klimaziele 2050 des Bundes aufgrund des Pariser Abkommens zu erreichen. Ich streue das hier schon ein. Auch der Kanton hat seit dem 26. September vom letzten Jahr einen kantonalen Klimaschutzartikel und hat sich auch zu diesem Netto-Null-Ziel verpflichtet in der Kantonsverfassung. Weiterer Grund für die Anpassung ist eine Harmonisierung mit den kantonalen Vorschriften geltend in den anderen Kantonen. Mucken, ich komme da noch etwas detaillierter darauf zurück in meinem Vortrag. Und die Beschleunigung und der technische Fortschritt und die Erhöhung der Energieeffizienz. Das sind die Gründe für die Revision der kantonalen Energiegesetzgebung. Hier aufgezeigt, Sie sagen vielleicht, ja, was schon bereits wieder eine neue Vorlage. Wir haben doch im Februar 2019 über ein neues kantonales Energiegesetz abgestimmt, sind wir an die Urne gegangen. Das wurde damals sehr knapp abgelehnt an der Urne, dieses Gesetz. Im Nachgang sind wir aus der Verwaltung zusammen mit einem Institut, haben wir das Abstimmungsresultat analysiert und wir haben folgendes Kuchendiagramm erhalten, was ich kurz ausführen muss. Über 2/3 der Befragten haben gesagt, neues Energiegesetz ja, aber nicht so, wie ihr das gemacht habt. Es rund bei diesem verbleibenden Drittel war rund hälftige, nein, das braucht es sowieso nicht. Und die Hälfte war, ja, ich weiß es nicht genau. Aber das war eigentlich für uns wirklich auch ein positives Signal. Man möchte etwas einfach nicht so, wie das in der Vorlage im Jahr 2019 an der Urne zur Abstimmung vorlag. Das wurde dann von der Politik, wurde das Thema wieder aufgenommen und der Grosse Rat hat das deponiert, das Anliegen, und der Regierungsrat hat dann Ende 2020 eigentlich die Erarbeitung einer neuen Gesetzesvorlage in Auftrag gegeben. Es waren dann auf diesem Zeitstrahl war noch die Volksabstimmung zum CO2-Gesetz und der Klimaschutzartikel, den ich bereits erwähnt habe, waren dann auch noch entscheidend in diesem Zusammenhang. Und es haben dann im Winter und im Frühling, am 9. März besser gesagt, im Grossen Rat, wurden eigentlich zweimal das Energiegesetz, das neue, debattiert. Und das lässt mich eigentlich zur Hypothese kommen, dass wir im Kanton Bern am 01.01.2023 ein neues Energiegesetz haben. Hypothese, wieso stelle ich das als Hypothese in den Raum? Das ist
der Regierungsrat bestimmt, wann diese Gesetzgebung in Kraft tritt. Und ich kann diesen Entscheid nicht vorwegnehmen, aber einfach hier für diese Veranstaltung lege ich mal die Arbeitshypothese. 1.1.2023 haben wir ein neues Energiegesetz. Wieso bin ich da so sicher? Sonja Hasler hat das bereits erwähnt. Das ist ein Auszug von der Grossratsseite im Internet, wo drauf steht, im Moment läuft noch zu diesem Gesetz die Referendumsfrist. Die läuft am 6. Juli ab und Abgabe der beglaubigten Unterschriften wäre am 5. August dieses Jahres. Aber eigentlich in Anbetracht dessen, dass man diesen Beschluss mit 147 Ja-Stimmen zu diesem neuen Energiegesetz mit null Gegenstimmen und null Enthaltungen, also in dieser Klarheit erlebe ich selten die politische Landschaft, also man ist sich da schon sehr einig darüber, wie das ausschauen soll und deshalb kann ich heute sagen, ich gehe wirklich davon aus, das Referendum wird nicht ergriffen aufgrund dieser Ausgangslage und dass wir eigentlich dieses Gesetz gegen Ende Jahr oder auf Anfang nächsten Jahres in Kraft setzen können. Nächster Schritt kann man sich ja fragen, ja, was, also der Kanton jetzt wieder ein neues Energiegesetz, das ist wieder ein eigener Weg, den er da einschlägt. Das ist mitnichten so, deshalb diese Folie zum Wärmeerzeugerersatz. Wenn der Kanton Bern jetzt nachzieht mit dieser Gesetzesanpassung, gibt es eigentlich ein harmonisches Bild über die föderalistische Schweiz. Bis vor kurzem wäre der Kanton Bern da noch rot eingezeichnet gewesen nach der Volksabstimmung. Hätten wir diesen Wärmeerzeugerersatz nicht abgebildet gehabt im kantonalen Energiegesetz auf 2023 wird sich dieses Bild so präsentieren. Ausnahmen in diesem Gefüge drin sind eigentlich Aargau und Solothurn, die beiden Kantone. Da war jeweils das Energiegesetz an der Urne gescheitert und die Behörden und wurde einfach nicht wieder aufgenommen, dieser Prozess. Und das ist im Moment der Wärmeerzeugerersatz da nicht gesetzlich verankert und auch nicht im Moment angeplant. Ich sage, einheitliches Vorgehen und da muss ich auf den Föderalismus hinweisen, der halt in der Schweiz existiert. Wir sehen, der Wärmeerzeugerersatz, der wird unterschiedlich, wird der in verschiedenen Kantonen abgebildet. Es gibt Kantone, ich beginne oben, bereits was in Kraft ist, in Appenzell Ausserrhoden und in Zürich. Haben wir ein Modell, das bei einem Heizungsersatz 100% erneuerbaren Energieanteil fordert und das nur bei Vorweisen eines Kostenmodells, das darlegt, dass das nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, eigentlich ein fossiler Ersatz nur dann möglich ist. Das ist 1%, also das ist eine Variante, diesen Heizungsersatz umzusetzen, 100% erneuerbar zu fordern. Das machen auch Neuenburg und Glarus, da gibt es aber dieses Kostenmodell für Wohnbauten gibt es nicht, also gibt es eigentlich keine Ausnahmen in diesem Bereich. Und es gibt dann wiederum Kantone, Freiburg, Schaffhausen, Appenzell, die fordern 20% erneuerbaren Wärmeanteil bei Wohnbauten. Und die große Menge, sage ich jetzt mal, die fordert 10% erneuerbare Wärme bei Wohnbauten. Und da ordnet sich auch der Kanton Bern ein, in diesem Bereich. Und keine Regelung, das habe ich bereits angesprochen, gibt es in Solothurn und im Aargau. Man kann nicht sagen, ja, 10% erneuerbare Wärme, also das ist ja wirklich jetzt eine Minimalvariante, die ihr da fordert. Also das ist jetzt nicht sophisticated, was ihr da macht. Das ist viel zu wenig, macht ihr da. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen, und zwar aus Freiburg, wo diese Gesetzgebung schon etwas länger in Kraft getreten ist mit dem Heizungsersatz. Und da sieht man Folgendes. Sie sehen auf der linken Seite die Anzahl Heizungen, 100%, die ersetzt wurden. Und Sie sehen, dass von diesen 100% wurden, sage und schreibe, nur 3% wurden 1:1 mit Öl oder Gas ersetzt. Die restlichen Heizungen, die da ersetzt wurden,
die wurden in den diversen Systemen, wie sie hier abgebildet sind, mit erneuerbaren Systemen oder mit Fernwärme wurden die ersetzt. Und das lässt mich zu folgender Schlussfolgerung kommen. Es ist eigentlich nicht so entscheidend, wie viel man fordert, dass der erneuerbare Anteil am neuen Heizungssystem ist. Wichtig ist, dass man es macht, damit sich jeder Hausbesitzer beim Wechsel damit auseinandersetzen muss, was für ein Heizsystem verbaue ich wieder. Und das zeigt eigentlich auch, man muss nicht immer mit Maximalforderungen auf politischer Ebene erreicht man alles, sondern eigentlich auch mit einer Forderung von 10% oder 20% erneuerbar kann man solche Resultate erzielen, sodass über 95% der neuen Heizsysteme wirklich auch erneuerbar sind und man sich in großen Schritten aus der fossilen Welt da verabschiedet. Was fordern wir wirklich? Was fordert die neue Gesetzgebung ab 2023? Hier aufgezeigt an diesem Ablaufschema. Jeder Heizungsersatz wird zukünftig meldepflichtig. Wenn mein Haus weniger als 20 Jahre alt ist, dann bin ich befreit von diesen Anforderungen. Das Haus ist energetisch bereits so gut, dass es keine weiteren Anforderungen gibt. Wenn mein Haus älter ist als 20 Jahre, dann wird der Heizungsersatz durch erneuerbare Energien Pflicht, beziehungsweise mit einer Standardlösung kann das umgesetzt werden. Und wenn das so umgesetzt wird und ein erneuerbares Energiesystem installiert wird, dann erfüllt man die gesetzlichen Anforderungen und es ist eventuell auch mit Förderbeiträgen zu rechnen in diesem Bereich. Wenn ich sage, ich kein erneuerbares Heizsystem bzw. auch keine Standardlösung, dann habe ich die Möglichkeit, mit einem GEAC-Effizienzklassennachweis zu beweisen, dass ich im Minimum die Effizienzklasse D erreiche oder Minergie. Dann ist auch, bin ich befreit, es gibt keine zusätzlichen Anforderungen beim Heizungsersatz. Und ganz zum Schluss, wenn ich das auch nicht möchte, dann ist eigentlich die Heizung zu ersetzen oder die Gebäudehülle so zu verbessern, dass Minimum die Effizienzklasse D im GEAC erreicht wird. Und auch da gibt es wieder Förderbeiträge, wo der Kanton entsprechend unterstützt. Und diejenigen Fälle, wo es dann wirklich überhaupt nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, ein Ausnahmegesuch für Härtefälle zu stellen. Ich gehe davon aus, das wird im kleinsten einstelligen Prozentbereich sein, wo wir da wirklich diese Ausnahmegesuche erhalten werden. 12 Standardlösungen beim Heizungsersatz, die sind schweizweit erprobt, die sind im Einsatz. Ich gehe nicht im Detail darauf ein. Ich denke, das ist etwas, was man mit dem Energieberater anschaut, wenn man das Heizungssystem ersetzt. Es gibt in verschiedenen Bereichen, ist es möglich, eine Standardlösung zu wählen und die umzusetzen. Speziell möchte ich hier darauf hinweisen, es sind 12 Standardlösungen und die spezielle Lösung ist diese hier. Es gibt Kantone, das ist nicht schweizweit so, aber es gibt Kantone, da gibt es ein Modell mit erneuerbarem Gas bei Gasheizungen. Und auch wir sind daran, ein solches Modell zu entwickeln. Und es wird damit zu rechnen sein, dass im Kanton Bern eine solche Standardlösung mit erneuerbarem Gas verfügbar sein wird. Zum Schluss, das finde ich sehr interessant, ist in Bezug auf die Bestandesbauten. Wie sieht denn das schweizweit heute aus? In bestehenden Bauten, weil in Neubauten, sage ich, ist das Thema eigentlich schon fast durch. Neubauten mit fossilen Heizsystemen, das sieht man quasi nicht mehr. Aber in Bestandesbauten, wo wirklich Heizungssysteme ersetzt werden, ist das der Verlauf bezüglich fossiler Heizsysteme und erneuerbarer Heizsysteme. Und wir sehen eigentlich sehr erfreulich, in 2020 wurde quasi dieses 50-50 Anteil, wo eine fossile Heizung mit einer fossilen Heizung ersetzt wurde und zusätzlich auch eben 50% mit einem erneuerbaren System ersetzt wurden, sieht man eigentlich den Trend, der geht ganz klar auch in Bestandesbauten, beim Heizungsersatz geht der hin
zu den erneuerbaren Systemen. Wir haben bereits im 2021 einen Anteil von 58% schweizweit. Und das sind wirklich sehr erfreuliche Zahlen. Wir arbeiten daran, dass dieser Trend in die gleiche Richtung fortgeht. Ganz zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, einfach, dass das auch Teil meines Referats ist, dass man das später auch noch nachlesen kann. Hier der Kontakt zu unserer Förderung. Sie sehen wir den Interlink, den Sie hier vorfinden, und auch die E-Mail-Adresse. Und den Hinweis möchte ich auch platzieren: Abonnieren Sie den Newsletter des AUE. Da erhalten Sie immer aktuelle Informationen bezüglich des Förderprogramms und wenn da Anpassungen stattfinden. Das wäre es bereits gewesen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Christian Glauser. Wir haben ja dann hinterher Zeit, all die Fragen zu beantworten. Ich habe schon eine bekommen, wir haben schon viele bekommen im Vorfeld. Peter Neuwert von Jegensdorf. Bis wann darf man noch ohne jegliche Einschränkungen eine neue Ölheizung installieren? Da kann ich sagen, nach aktueller Gesetzgebung ist das ohne Einschränkungen möglich. Und ich gehe davon aus, die Arbeitshypothese, die habe ich gesagt, bis Ende Jahr ist das gesetzlich noch möglich. Empfehlen tue ich das natürlich nicht. Und ich denke auch, der Trend, der spricht dafür, wo das hingeht. Ich denke, auch unter den aktuellen Umständen sollte man sich das gut überlegen, wenn man da jetzt noch auf die Schnelle sein Heizsystem ersetzen möchte, denke ich, ist das nicht der Königsweg. Gut, das haben wir mitbekommen. Also, ich danke herzlich Christian Glauser und bis gleich bei der Diskussion. Danke. Und jetzt wollen wir konkret wissen, also wie geht man denn bei einem Heizungsersatz eigentlich vor? Also auf was muss man schauen? Wer kann helfen? Wo gibt es finanzielle Unterstützung? Und das fragen wir Urs Dettwiller. Er leitet bei der Häusler Ingenieure AG hier in Langenthal den Bereich Energietechnik und er ist seit über 10 Jahren als Energieberater unterwegs für Gemeinden, Unternehmen, aber auch private Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen. Also sagen Sie uns alles, was wir wissen wollen. Willkommen, Herr Dettwiller. Er mag es auch gerne, wenn man schon vor dem Arbeiten klatscht. Vielen Dank, herzlich willkommen. Zu meinem kurzen Vortrag. Ja, es ist Zeit, die fossile Heizung zu ersetzen. Das haben wir schon gehört. Jetzt habe ich es gesehen. In meinem Referat gehe ich auf folgende Fragen ein. Was machen, wenn die Heizung aussteigt? Was ist vorgängig zu klären? Welche Variante ist möglich? Welches ist die richtige Wahl? Und wie vorgehen? Ja, was machen, wenn die Heizung aussteigt? Auf dem Kessel steht die Telefonnummer, die Notrufnummer. Dort anrufen und dann kommt der Installateur und sagt, ich habe noch einen, der genau hier hinpasst. Dann hat man in 48 Stunden eine neue Heizung und 15 Jahre noch eine fossile Heizung. Ich möchte euch einen besseren Weg zeigen. Wenn das passiert, dann eine mobile Heizung installieren. Da gibt es Elektrovarianten oder Pelletsvarianten, es gibt Ölvarianten, die sind relativ einfach zu installieren. Und dann kriegt man Zeit zum Planen. Noch besser ist, wenn Sie jetzt mit Planen beginnen, und das zeugt ja davon, dass Sie hier sind, Sie möchten jetzt schon beginnen. Was ist vorgängig zu klären, bevor wir die Heizung ersetzen? Wie soll ein Gebäude zukünftig genutzt werden? Unsere Gebäude sind ja für 50 oder sogar 100 Jahren gebaut. Also da gibt es einen Generationenwechsel. Damit wechselt vielleicht auch die Nutzung. Und deshalb ist es auch gut zu überlegen, ja, wie ist die zukünftige Nutzung? Gibt es eventuell aus einem Einfamilienhaus ein Haus mit 2 Wohnungen, Einlegerwohnung? Kann der Estrich ausgebaut werden, aufgestockt werden und so weiter? Das ist eine grundsätzliche Frage, die vorgängig eigentlich geklärt werden muss. Die zweite Frage ist, stehen Sanierungen an?
Und das stellt man am besten fest, wenn man ein GEAC Plus erstellen lässt. Im GEAC Plus werden alle Maßnahmen aufgezeigt, damit das eigene Gebäude wieder auf den aktuellen gesetzlichen Stand kommt. Und mit dem Energieberater kann man dann planen, welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Eine Sanierung hat Einfluss auf die Heizleistung und deshalb ist es gut, wenn man vor der Sanierung der Heizung eventuell das Gebäude sanieren kann. Es muss nicht. Und die dritte Frage ist, was soll beheizt werden? Sie ersetzen die Ölheizung, dann fällt der Öltankraum, ist freie Fläche. Was machen wir mit dem? Das ist auch wichtig, dass wir das vorgängig überlegen und einen möglichst einfachen Dämmperimeter suchen. Also jetzt habe ich es. Hier ist einer eingezeichnet. Am einfachsten oder am effizientesten ist ein Haus, das einen einfachen Perimeter hat, also schön ohne diese Winkel hier. Aber das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss, im Vorfeld oder zusammen mit dem Energieberater. Relevante Punkte beim Heizungsersatz, also man ist sicher, wie viel Energie verbraucht mein Gebäude. Dazu gibt es den Gaszähler, der sagt einem das, oder die Rechnung von der IBL. Und die zweite Frage ist, ja, welche Temperaturen sind dann verlangt in meinem Gebäude? Und da müssen Sie mal im Winter, wenn es Minustemperaturen ist, diesen Thermometer anschauen. Die meisten haben so einen. Und dann ist wichtig, mit welcher Temperatur bei minus 8 Grad oder minus 5 Grad die Heizung läuft. Das ist auch für den Heizungsplaner eine wichtige Aussage. Und dann die dritte Frage noch, wie wird das Warmwasser bereitgestellt und wie soll es zukünftig bereitgestellt werden? Geht das über die Heizung? Geht das Solar, Wärmepumpe, Boiler? Das sind so Fragen. Jetzt, was möglich ist, ich habe hier das aufgelistet, die gängigsten Varianten, also Wärmepumpen mit Luft, Grundwasser, Erdsonde, Pellets, Holzfeuerung, Fernwärme. Und das kann man kombinieren mit thermischer Solaranlage oder mit Photovoltaikanlage. Im Bild ist eine Erdsondenbohrung, wie das so etwa aussehen kann. Bei dieser großen Auswahl, also nicht jede Variante passt zu jedem Haus, ist es schwierig, manchmal die richtige Wahl zu treffen. Und das Impulsprogramm vom Bund, von Erneuerbar Heizen, das hilft euch beim Umsetzen der Heizung, der Erneuerung der Heizung. Der Energieberater von Erneuerbar Heizen, der prüft die Machbarkeit, stellt einen Vergleich von verschiedenen Varianten auf und gibt produkteneutrale Empfehlungen, was sich für das Gebäude am besten eignet. Und das ist für Bauherren gratis. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das stimmt in diesem Fall nicht. Das sind alles zertifizierte Fachpersonen, die das machen. Und wenn Sie diesen Link, den eingeblendeten Link betätigen, kommen Sie auf eine Karte hier von Langenthal und sehen Sie, wo überall Berater sind für erneuerbar Heizen. Eine gute Planung ist erfolgsversprechend für eine gute Heizung. Möglichst ein Jahr vorher beginnen mit der Planung. Also wenn Sie jetzt entscheiden, Sie möchten sie ersetzen, wird es vielleicht schon knapp für im September, Oktober zu heizen. Je nachdem, welche Variante man wählt. Und das sind zum Teil auch Lieferschwierigkeiten. Am besten, Sie ziehen einen Planer bei. Da gibt es eine einfache Variante A. Der macht ein einfaches Konzept, eine funktionelle Ausschreibung und dann wird das an 3, 4 Unternehmer weitergeleitet. Die machen eine Offerte und der Planer kann mit seinem Fachwissen
die richtige Empfehlung machen. Also die Offerten vergleichen und Empfehlung machen, was gut ist. Wer besser oder eine Betreuung möchte über die ganze Zeit des Umbaus, also mit Inbetriebnahme, der nimmt die detailliertere Planung in Anspruch, der jeder Planer auch anbietet. Das kostet etwas mehr und ist natürlich systemabhängig, ob ich eine Pelletsheizung mache oder eine außen aufgestellte Wärmepumpe. Wichtig ist, dass man immer auch Referenzen des Systems anfragt und nicht nur eine Offerte einholt. Weitere Schritte sind beim Wärmepumpenersatz sicher das Wärmepumpensystemmodul verlangen. Das gibt uns Qualitätssicherung in der Umsetzung, dass wir ein effizientes Modul haben. Also jeder Heizungsunternehmer muss eigentlich wissen, was das alles beinhaltet. Es gibt fertige Module, die kann man kaufen und hinstellen, die entsprechend haben das Zertifikat, oder man baut es sich zusammen und muss diese Anforderungen erfüllen. Der nächste Schritt ist dann das Fördergesuch stellen. Häufig wird dazu der GEAK benötigt oder es wird auch verlangt, dass das Wärmepumpen-Systemmodul umgesetzt wird. Förderprogramme, das ist fast ein kleiner Urwald. Und also gibt Kanton Bern, Energie Zukunft, Schweiz, Stiftung Klick etc. Am einfachsten, wenn Sie unsicher sind, gehen Sie auf Energiefranken. Und Energiefranken gibt dann diese Liste, die ich hier da aufgezeigt habe, von Langenthal. Also man gibt dann die Postleitzahl ein. Und dann merkt man, dass die auch nicht ganz vollständig ist. Da fehlt das Förderprogramm der Stadt Langenthal. Also immer noch auf die eigentliche Ort suchen, gibt der Ort auch noch Fördergelder für gewisse Maßnahmen. Dann der weitere Schritt ist das Baugesuch erstellen. Und dazu braucht es je nach System entweder einen Lärmschutznachweis, Grundwasserkonzession, Bohrbewilligungen etc. Und da hilft Ihnen der Planer oder der Unternehmer, der die Heizung installiert. Ich empfehle, den Umbau durch einen erfahrenen Fachmann zu machen, wo Sie auch Referenzen haben, dass die Umsetzung dann nach der Umsetzung eine Inbetriebnahme gemacht wird mit Protokoll. Da gibt der Swiss-Tech-Verband Vorlagen, wie so Protokolle aussehen müssen oder können. Und eine Heizung braucht nach einem Betriebsjahr eine Nachkontrolle, empfehlen wir. Klar gibt sie vielleicht immer Wärme, aber ob sie optimal eingestellt ist, das merkt man erst während dem Betrieb. Ja, und zum Schluss, eben die meisten Heizungen werden jetzt dann im Sommer umgestellt und dann wird es knapp bei den Unternehmen und deshalb ist es wichtig, dass sie schon heute mit der Planung beginnen. Das wäre es meinerseits. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke herzlich. Urs Detwil. Also ich habe jetzt gerade überlegt, es ist schon mit Aufwand verbunden und es ist einfacher, in 48 Stunden einfach eine gleiche Kiste im Keller zu haben, oder? Das ist einfacher und kostet auch eigentlich häufig weniger, wenn man nur die Investition anschaut. Mhm. Eben, wenn man nur die Investition anschaut im Moment, aber dann auf länger müsste sich ja das dann auch lohnen, oder? Das ist so, wenn wir da Wirtschaftlichkeitsrechnungen machen, wo die über 20 Jahre die Teuerung der Energieträger ist eingerechnet, dann schneiden meistens Wärmepumpen, also erneuerbare Energien, generell besser ab gegenüber Öl und Gas. Es ist ein Dschungel, Sie haben es gesagt. Ich habe eine konkrete Frage. Beispiel: Ulrich Haueter aus Großhöchstetten hat eine Frage geschickt. Können Sie das vom Schiff aus sagen? Womit ersetze ich in einem 60er-Jahre-Haus Bern 5 kleine Wohnungen, 300 Quadratmeter Wohnfläche, keine Dämmung, die Ölheizung? Quizfrage. Ja, also bei Ölheizung geht es eigentlich häufig gut, eine Pelletsheizung
zu installieren. Mhm. Weil der Öltankraum kann man häufig umnutzen in einen Pelletsraum, also für das Pelletslager, und der genügt meistens auch für einen Jahresbedarf von den Gebäuden. Das geht fast immer. Gut. Aber trotzdem würde ich empfehlen, das Gebäude zu sanieren. Genau, und den Energieberater mal kommen zu lassen. Also wir sehen uns gleich später. Dankeschön, Urs Dettwiller, für weitere Fragen. Und Ulrich Hauter, wenn Sie uns zugeschaut haben, ein erster Hinweis war das. So, jetzt kümmern wir uns ums Energienetz von Langenthal. Wir haben das gesehen bei Christian Glauser. Gas ist Mode. Ich habe irgendwo gelesen, Langenthal, das dichteste Gasnetz des ganzen Kantons. Wer heizt mit Gas oder kocht mit Gas von Ihnen? Wahrscheinlich viele, oder? Ja, ein paar auf alle Fälle. Und jetzt wäre es ja eben gut, wegzukommen von diesem Gas. Und wir wollen wissen, ja, wie sieht denn das in Zukunft aus in Langenthal? Was überlegt sich die Energieversorgerin IBL Langenthal AG? Hier ist Stefan Schad, Leiter Vertrieb der IBL und Mitglied der Geschäftsleitung. Wir sind gespannt, Herr Schad. Dankeschön. Gut, Dankeschön. Ich spreche auch Hochdeutsch für die zu Hause. Es ist Hochdeutsch, was ich spreche, also nicht Mundart. Ich habe 8 Minuten, Ihnen etwas über Energienetze zu erzählen. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, was interessiert Sie? Energienetze, die braucht es ja gar nicht mehr. Reden alle davon, das braucht es alles nicht mehr, mache ich alles selber zu Hause, kein Problem. Ich habe ganz ein anderes Bild davon und ich möchte Ihnen gerne zeigen, weshalb. Also ich glaube, ich brauche die 8 Minuten. Kurz vorneweg, was machen wir als IBL Langenthal AG? Wir begeistern. Und da spreche ich vor allem von unseren fast 100 Mitarbeitenden, schon seit 100 Jahren und mehr in die Region Langenthal für Energie, Wasser und Kommunikation. Wir versorgen die Leute mit Energie, Wasser, Kommunikation, Strom, seit neuem auch mit Kälte und Wärme. Und wir bringen sehr viele Dienstleistungen im Netz für andere Gemeinden, aber natürlich auch hinter dem Zähler bei den Bewohnern von Liegenschaften und Häusern. Das nochmal das gleiche Bild, für uns ganz wichtig, klar, unsere Kernkompetenz ist die Grundversorgung. Stichwort Versorgungssicherheit ist aktuell geworden, glaube ich, in den letzten paar Wochen, vermehrt nochmal. Aber wie gesagt, zudem gehört auch die ganze Energiedienstleistungspalette, das wissen Sie selber, Elektromobilität, ein Riesenthema in Langenthal, eine Riesenherausforderung für die Liegenschaftsbesitzer, aber für uns als Netzbetreiber auch. Photovoltaik, genau das gleiche, Riesentrend, der da abgeht, jetzt natürlich durch die letzten paar Wochen und Monate massiv befeuert nochmal. Elektroinstallationen bringen wir auch und auch Energieberatungen. Doch nun zu den Netzen. Situation heute. Wir haben ein Stromnetz, wir setzen Strom ab. Wir haben ein Gasnetz. Passt ungefähr, ist noch spannend, wir haben uns nicht abgestimmt. Und wir haben ein Wärmenetz. Ganz klein, wir fangen jetzt an mit dem ersten Wärmeverbund in der Region Hart. Wie sieht das in Zukunft aus? Strom, schweizweit geht man davon aus, im Durchschnitt ungefähr plus 24-25% Zunahme des Stromverbrauchs. Die Begründung ist klar, Elektromobilität, Ersatz der fossilen Heizungen durch Wärmepumpen. Das ist eine Zahl von BFE ungefähr. Das ist je nach Gemeinde natürlich unterschiedlich. Wenn Sie heute schon einen hohen Anteil haben an elektrisch und an Holz, dann nimmt das weniger zu. Aber Sie haben vorhin das Bild gesehen, in Langenthal sehr viel Gas. Das heißt, sehr viel von diesem Gas wird Richtung Wärme gehen oder Richtung Wärmepumpe oder Richtung Holz. Wird eine massive Zunahme geben. Natürlich beim Gas, die andere Tendenz ist ja klar, wenn ich Gas ersetze, und das ist das Ziel, wir wollen CO2 wegbringen, wir wollen CO2-neutral werden bis 2050, dann hat Gas, Erdgas keinen Platz mehr. Was man aber häufig wieder vergisst, es ist ja nicht nur der Heizkunde zu Hause, der Gas braucht. Wir haben in Langenthal sehr viel Industrie, die Gas benötigen. Und aktuell gibt es dort keine Lösungen, wie ich mit einer Wärmepumpe einen Kaddi-Ofen, der Fritz macht, zum Heizen bringe. Es geht nicht. Also heute ist Gas dort die einzige Technologie, die eingesetzt werden kann. Früher hat es noch Öl gegeben, also eine Variante, Gas loszuwerden im Prozesswärme wird durch Öl, aber ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Definitiv nicht. Das heißt, wir gehen davon aus, es wird ein Restbedarf bleiben an Gas, vor allem für Prozessgas. Idealerweise natürlich in Zukunft durch Biogas oder durch synthetische Gase. Und Wärme, wie gesagt,
fangen wir klein an. Die Pläne sind groß, was das anbelangt, speziell in Langenthal, das Potenzial auch. Auch dort wieder Gas, vielleicht macht es wirtschaftlich Sinn, eine gewisse Spitzenabdeckung zu machen bei extremer Kälte. Ich erinnere kurz an 2018, März war extrem, wie kalt der März war, ein paar Tage lang. Und da waren unsere Systeme voll am Anschlag. Und wenn Sie in den Wärmeverbund dimensionieren, eine Heizung, kann es durchaus sein, dass Sie dort auch an Anschlag kommen. Also entweder dimensionieren Sie so groß, dass es einfach teuer ist, aber Sie decken alles ab. Oder Sie dimensionieren wirtschaftlich und decken eine Spitze ab. Könnte man auch denken, dass Gas vielleicht noch eine Funktion hat. Das ist unser Bild. Und vielleicht, bei einem oder anderen klingelt es auch, wir stehen nicht darauf, das Gas dort oben zu halten. Wir sind realistisch. Aber unsere Aufgabe ist, ein Gesamtsystem hinzustellen, was funktioniert, was die Anforderungen in Zukunft abdeckt. Ein Stichwort, was man häufig auch hört, ist das Thema Sektorenkopplung. Das ist das, was heute praktisch überall passiert zu Hause. Sie ersetzen eine Heizung, im Idealfall passt eine Wärmepumpe, super. Haben Sie Strom, Wärme kombiniert. Sie beziehen Strom, generieren Wärme. Jetzt kommt noch das Elektroauto dazu. Brauche ich auch Strom für die Mobilität. Und ich baue vielleicht noch eine Photovoltaikanlage, also brauche ich auch wieder Strom für Mobilität und für die Wärmepumpe. Diese Systeme müssen zusammen intelligent kombiniert werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist eigentlich dort, wo man hin will. Aber wie sieht das konkret aus, jetzt auch seit dem Netz? Das, was bei Ihnen im Haus passiert, passiert auch in den Netzen. Und das könnte so aussehen. Das sieht jetzt aus wie ein Wimmelbild und keine Angst, ich erkläre Ihnen da nicht jedes einzelne Detail. Um was geht es im Wesentlichen? Wir haben hier in der Mitte, ich schaue, dass der richtige Knopf ist, hier in der Mitte haben wir unsere Netze, Strom, Wärme, Gas. Wir haben Produktionsanlagen für Strom, Wasserkraft, Windkraft, Solar. Ich habe jetzt ganz bewusst mal auf Kernkraft noch verzichtet, ist noch da. Biogas. Sind wir beteiligt an einer Anlage in Luzernischen, in Wiel. Und natürlich gibt es auch Wärmeproduktionsanlagen, das kann sein Holzschnitzel, das kann sein Grundwasser, das kann sein Geothermie. Schwieriges Thema im Moment, wäre aber ein riesen Problemlöser, Gamechanger, wenn das wirklich funktionieren würde. Wir haben noch Lücken. Das sind die Produktionsseite, die Produktion von erneuerbaren Energien. Dann haben wir Speicherelemente, naheliegend natürlich Stromspeicher. Fast 40%, glaube ich, korrigiere mich, 40% der Anlagen, Photovoltaikanlagen werden heute bereits mit Batteriespeicher ausgeliefert. Das ist eine enorme Zahl. Ne? Wärmespeicher, noch ein heikles Thema. Das ist die Frage, wie macht man das wirklich, in welcher Dimension kann man das machen? Und Gasspeicher, in der Schweiz haben wir keine großen Gasspeicher, wir haben nur kleine Pufferspeicher, die gewisse Schwankungen tagsüber ausgleichen. Saisonale Speicher gibt es im Ausland, Deutschland, Österreich, Frankreich und so weiter. Das sind die Speicherelemente, die aber eben auch wichtig sind, weil nach wie vor ein Riesenproblem, Tag-Nacht, kann man noch dezentral lösen über Batteriespeicher. Saisonale Speicher, aktuell angedacht, viele Thematiken, aber nicht gelöst. Wie bringe ich die Energie, wenn ich mal Photovoltaik ausgebaut habe, vom Sommer in den Winter rein? Dann haben wir, und das ist ganz interessant hier, sagt einmal Kopplungselemente. Jetzt kann ich diese Energienetze knüpfen. Ich kann zum Beispiel mit Strom, und da gibt es ja auch schon Anlagen, Versuchsanlagen, Diesel machen, Treibstoff machen, flüssigen Treibstoff. Das freut natürlich alle Garagisten, die Verbrennungsmotor haben. Ich kann weiter Verbrennungsmotor betreiben. Ist mal besser als einfach nur Öl importieren und das verbrennen, weil ich generiere das Ganze aus erneuerbarer Energie. Und hole es nicht aus dem Boden, wo es ja Millionen von Jahren produziert wurde und verbrenne es innerhalb von ein paar hundert Jahren. Dann natürlich Power to Heat, das klar könnte man machen, mit erneuerbarer Energie notabene. Power to Gas hört man viel, also ich mache aus Strom Gas, ist auch eine Möglichkeit. Ich kann auch aus Power to Gas kann auch Wasserstoff sein, Wasserstoff gibt es als Treibstoff schon, in der Tendenz aber eher für größere Fahrzeuge und nicht für kleinere. Gas to Heat, Gasheizung, ist klar, kann man machen und die Wärmekraftkopplung. Was noch eine Nische ist in der Schweiz, kann sich aber ändern, dass man eigentlich mit Gas Strom und Wärme machen kann. Und wenn das erneuerbares Gas ist, why not? Kann eine Lösung sein für gewisse Installationen. Also Sie sehen, dieses Gesamtsystem, die Bausteine sind da. Auch technologisch sind sie da. Wirtschaftlich noch lange nicht. Aber man arbeitet dran mit Hochdruck, wird an sehr vielen von diesen Elementen hier gearbeitet. Beim Gasspeicher ist es etwas schwieriger, daran zu arbeiten, weil das ist natürlich sehr politisch.
Aber es gibt viele Bausteine, die bereits da sind und jetzt müssen wir das Ganze intelligent zusammensetzen. Und an dem arbeiten wir. Wir arbeiten auch konkret an Projekten. Und das finde ich auch noch wichtig. Das ist so ein Spannungsfeld der Energieversorgung, aber nicht nur. Sie zu Hause haben dieses Spannungsfeld genau gleich. Zielkonflikt, sage ich mal. Grundsätzlich, unser oberstes Ziel ist Versorgungssicherheit. Das ist die Basis für unsere ganze Gesellschaft, für die wirtschaftliche Entwicklung. Was passiert, wenn das nicht mehr da ist? Darüber diskutiert die Welt ja heute gerade. Dann gibt es die Wirtschaftlichkeit, also lohnt es sich. Und es gibt die Nachhaltigkeit, also wie sauber ist das Ganze. Und jetzt das schöne Beispiel von vorhin mit der Gas-, mit der Ölheizung im nicht sanierten Haus. Es hängt jetzt davon ab, wie ist seine Zielsetzung. Will ich nur wirtschaftlich sein? Ja, dann ist klar, Ölheizung ersetzen, fertig. Hat das überhaupt keine Bedeutung? Dann ist das so. Wenn das aber nachhaltig sein soll, dann gehe ich eben anders dahinter. Dann schaue ich mal an, was gibt das Gebäude überhaupt her und dann ersetze ich die Heizung mit einem erneuerbaren System. Für uns ist natürlich immer das Thema wichtig, das heißt, nur Photovoltaik ist schwierig. Was mache ich, wenn die Sonne nicht scheint? Was mache ich im Winter? Wir müssen 7x24 Stunden Strom liefern können. Und jedes Projekt, was wir haben, bewegt sich in diesem Dreieck drin, wo man optimieren muss. Vergessen ist das häufig worden in der Vergangenheit, es war selbstverständlich. Von dem her gesehen, ich kann jetzt nicht sagen, die freut mich, die Situation, aber es ist vielleicht auch eine gewisse heilende Situation, dass man merkt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir einfach jederzeit genügend Energie zur Verfügung haben. Da steckt viel Arbeit dahinter, dass das so ist. Aber wir haben es vergessen. Für mich ganz wichtig bei dieser ganzen Diskussion, Denkverbote vermeiden. Wir neigen dazu, gewisse Sachen einfach gerade mal abzulehnen, weil es gerade nicht passt oder weil man eine Ideologie hat, die nicht passt. Das verhindert meistens gute Lösungen, auch wenn es nur Zwischenlösungen sind, auf dem Weg zum Ziel. Wir sollten uns nicht Handlungsoptionen voreilig vergeben. Wie gesagt, wir sind vielleicht froh, haben ihren Baukasten. Wir wissen ganz genau, okay, dieses Element vielleicht nicht optimal, aber es hilft mir, die nächsten 10, 20 Jahre zu überbrücken. Und in überblickbaren Etappen handeln. Was heißt das, überblickbare Etappen? Das sind Projekte, die wir realisiert haben in Langenthal. Photovoltaikanlagen. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt bauen wir unser Portfolio auf. Große Anlagen, die wir hier realisieren können. Das sind unsere Wärmeprojekte. Das ist für Sie vielleicht interessant, je nachdem, wo Sie wohnen. Wie bereits erwähnt, das Gebiet im Hart, zusammen mit dem Kanton und der Stadt, der erste Wärmeverbund, der jetzt live geht. Weiter ist ein Wärmeverbund konkret in der Region Elsmatt, SRO. Und weitere sind in Klärung und werden geplant. Und da gibt es mehr Informationen noch auf unserer Webseite dazu. Also Sie sehen, wir arbeiten an verschiedenen Baustellen genau zu diesen Themen. Fragen kommen später. Oder jetzt vielleicht eine. Dankeschön. Es ist ein Hosenlupf, diese Energiewende. Jemand fragt, gibt es in Langenthal genug Gas für den nächsten Winter, wenn Putin uns boykottiert oder wir ihn boykottieren? Dann würde ich mal sagen, in Langenthal gibt es genauso viel Gas, wie alle anderen auch haben in Europa. Es gibt zu wenig. Mhm. Das ist die Aussage. Wenn es ein schön warmer Winter ist, haben wir Glück gehabt. Aber Stand heute, wenn Putin den Hahn zudreht oder wir den Hahn zudrehen, haben wir ein Problem. Dann brauchst du Einschränkungen. Okay, also wir hoffen mal, dass das alles gut kommt. Petra Siegenthal aus Burgdorf fragt, wie viele Prozent Anteil macht das erneuerbare Gas im Langenthaler Gasmix heute aus? Da lohnt sich die Frage fast nicht. 0,3%. Ja. Und das sind wir selber. Wir sind der größte Gaskunde für Biogas in Langenthal. Also da gibt es noch... auch noch Potenzial, wie überall. Wir müssen es auch nicht morgen schaffen. Aber nein, ich denke, auch dort, wir sind genau in diesem Dreieck drin mit der Wirtschaftlichkeit und Biogas. Bis vor kurzem war Biogas einfach mehr als eine Verdopplung vom Preis. Und da hat keiner Interesse, das zu machen. Mhm. Jetzt sieht es anders aus. Jetzt ist es nur noch +20%, weil der Gaspreis so hoch ist. Aber ja. Dann eine kurze Frage, Gabriela Thomann Bern zu den Wärmeverbünden. Warum werden in Langenthal mehrere Wärmeverbünde geplant anstelle eines großen für die ganze Stadt? Das ist eine kurze Frage. Ich versuche die Antwort auch kurz zu halten, weil die Antwort von unserem Spezialisten war lang. Aber man kann es eigentlich kurz zusammenfassen. Eine Wärmeverbundanlage, die über große Flächen geht, macht dann Sinn, wenn ich eine Kehrverbrennungsanlage habe, die Wärme produziert, Abwärme. Und ich nutze das als Quelle, dann lohnt sich das auch zu transportieren, weil die Wärme ist eh da. Mhm. Weil lange Transportwege heißt viele Verluste. Mhm. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, solche großen Investitionen sind einfach schwierig zu tätigen, weil es ist sehr viel Unsicherheit drin. Kleinere Gebiete, wie wir es jetzt machen, die kann man abstecken, man kann mit den Kunden sprechen und man kann eine Lösung dimensionieren und umsetzen.
Ansonsten besteht einfach die Gefahr, dass man mal anfängt und dann mal schaut, wo das Ganze hinkommt. Und das ist selten ein guter Ratgeber. Gut, es gibt ja noch weitere Fragen zum Wärmeverbund, wie wer da sich anhängen kann und so weiter. Aber für den Moment sage ich herzlichen Dank, Stefan Schapp. Dankeschön. So, und Sie können weiterhin Fragen schicken und Sie im Saal haben dann genug Gelegenheit, Ihre konkreten Fragen zu stellen. Und jetzt ist verschiedentlich das Wort Wärmepumpe gefallen. Wie mir gesagt wurde, gibt es einen richtigen Run im Moment seit dem Ukraine-Krieg auf Wärmepumpen. Und der Martin Rauen, der weiß alles, was jetzt da Neues kommt, ob die immer noch so Lärm machen, ob sich das rechnet. Immer weniger. Also ich stelle Sie kurz vor, Ingenieur der Energietechnik, Leiter der Akademie Viessmann Schweiz AG, Viessmann Gruppe international tätig im Bereich Heizindustrie und Kühlsysteme. Jetzt dürfen Sie loslegen. Ja, Sonja Hassler, vielen Dank für die Einführung. Danke. Mein Name ist Martin Rauen, ich leite die Akademie in Spreitenbach und unsere Firma hat aktuell 13.000 Mitarbeiter, ist in Privatbesitz, also wir gehören da zu den zwei großen Playern in Deutschland und sind Europa oder weltweit tätig. Und ich möchte jetzt nach den theoretischen Ausführungen meiner Vorredner da so ein bisschen oben drauf setzen. Was kann man denn heute machen? Wie sieht die Technik aus? Jetzt blättert es um, ein bisschen verzögert. Und zwar, wie sehen die heutigen Wärmepumpen aus? Und zwar gehe ich ein bisschen näher drauf ein auf die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme und versuchen dann mit dem Kompressor möglichst diese Temperatur nach oben zu bringen. Und das möchte ich Ihnen die Technik jetzt in den nächsten 12, 13 Minuten etwas näher bringen. Wir haben in allen unseren Wärmepumpen eine sogenannte vereinheitlichte Regelung drin. Das bedeutet für den Betreiber, für den Nutzer, für den Installateur eine sehr sichere, robuste Betriebsweise. Wir haben überall einen Internetrouter integriert. Das kann der Nutzer für seine kostenlose App nutzen, um die Heizung fernzusteuern. Er muss es nicht nutzen. In allen unseren Geräten ist so ein Router, sage ich es mal, drin. Es geht nicht so weiter. Ich muss das dahin halten, scheinbar mit dem Empfang. Wir haben eine patentierte Systemhydraulik. Das heißt, sie ist ausgelegt auf möglichst schnelle Installationen. Wir haben einfach in Europa, nicht nur in der Schweiz, Fachkräftemangel. Wir haben Quereinsteiger-Systeme, müssen möglichst schnell, robust, einfach, fehlerfrei installiert werden können. Wir haben patentierte Sicherheit drin, wir haben neues Kältemittel integriert und das werde ich Ihnen nachher im Einzelnen noch vorstellen. Es stellt nicht so um, wie ich mir das vorstelle. So, es geht ein bisschen langsam. Wir haben ein neues Design. Wir reden da von der Farbe Vitografit oder Anthrazit. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier dieses Haus haben, unterscheidet sich die Farbe der Wärmepumpe nicht groß von der Hausfassadenfarbe. Passt auch ganz gut zum Weiß, weil optische Dinge sind einfach sehr wichtig. Man kann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die steht nun mal draußen, nicht verstecken, aber man kann sie möglichst schön installieren. Und auch, wir haben besonderes Psychoakustik-Design integriert. Und zwar versuchen wir, dass der sich drehende Ventilator, der die Luft ja durch die Wärmepumpe saugt, das sind so 4.000 bis 5.000 Kubikmeter pro Stunde, dass der Nachbar möglichst diesen Ventilator nicht sieht. Denn was er nicht sieht, das hört er nicht. Also ist es leise. Ja, es ist so. Wir ziehen dann hier in diesem Bereich die Lamellen nach vorne, dass man also den Ventilator nicht sieht. Das hier ist ein Echtfoto von der Maschine, wie sie in Spreitenbach bei uns auf dem Dach installiert ist. Da hinten sieht man das neue Hilton Hotel und man sieht hier, wie die Maschine aufgebracht worden ist. Da sind so Montageschlaufen dran. Das kann man also mit zwei Personen, drei Personen installieren oder auch mit dem Kran dann an den gewünschten Ort bringen. Ganz wichtig, Thema Schall. Und Thema Schallmasse kann man nur oder tiefe Frequenzen, dieses Brummen, was durch Fenster nicht absorbiert wird, das kann man nur durch Masse dämpfen. Und wir haben hier in die Außeneinheit 221 Kilo reingebracht. Jetzt sagen Sie direkt, um Gottes Willen, 221 Kilo. Es ist wirklich eine massive Einheit, die also hier den Kältekreislauf Wärme und auch mit gewaltiger Masse dämpft, weil eben tiefe Frequenzen kann man nur mit Masse dämpfen. Also es ist nicht irgendeine Spielkiste mit 40, 50 Kilo, die man da hinstellt, sondern es ist wirklich was sehr Massives. Schallleistung ist das Thema.
alle Wärmepumpen geben eine gewisse Schallleistung ab. Und diese Schallleistung wird dann über die Entfernung, hier, wenn ich spreche, gebe ich Ihnen eine Schallleistung und Sie empfangen dann den Schalldruckpegel. Und dieser Schalldruckpegel, der nimmt mit der Entfernung logarithmisch ab, sodass ich also zum Nachbargebäude zum Beispiel in 5 Meter bei 35 dBA bin. Wenn Sie so eine Wärmepumpe einbauen oder alle Wärmepumpen, dann müssen Sie ein Formular ausfüllen oder der Installateur. Und mit diesem Formular, je nach Aufstellungsort, ist man dann sicher, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten wird. Auch da ist es so, dass wir das mal versucht haben, im Circle Brie einheitlich zu gestalten über alle 26 Kantone. Es ist aber so, wie es nun mal in der Schweiz so ist, jetzt gibt es einige Kantone, die da schon wieder Einzellösungen fordern. Aber in Bern gilt, glaube ich, noch die Forderung des Circle Brie. Und das wird ausgefüllt und dann ist man da rechtlich auf der sicheren Seite. Einfache Installation. Also wir haben hier außen die Außeneinheit, wir haben dann eine Inneneinheit. Diese Inneneinheit nimmt 0,4 Quadratmeter an der Wand weg. Die kann man dann auch mit einem Warmwasserspeicher 300, 400, 500 Liter separat entsprechend das Warmwasser bereiten. Und wir können dann hier mit der internen Hydraulik den Radiator, den Hochtemperaturkreis oder den Fußbodenkreis bedienen. Ich habe gerade das Thema Kältemittel genannt. Kältemittel müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie eine Sportverletzung haben und dann kommt der Sanitäter und sprüht Ihnen ein Gas auf die Hand oder auf die verletzte Fläche und dann verdampft dieses Kältemittel und entzieht der Hand oder der verletzten Stelle Wärme. Und das macht das Kältemittel in der Wärmepumpe auch so. Und wenn Sie dann dieses Kältemittel, was verdampft, was also Energie aus der Umwelt rauszieht, mit einer Pumpe aufpumpen, den Druck hochfahren, dann erzeugen Sie eine hohe Temperatur und können so die Wärmepumpe für Heizzwecke nutzen. Jeder, der schon mal ein Fahrrad aufgepumpt hat mit der Luftpumpe, weiß, wenn ich da kräftig pumpe und richtig viel Druck reinpumpe, wird die Wärmepumpe, die Pumpe warm. Und das macht auch der Kompressor mit dem Kältemittel. Und hier in der neuen Maschine haben wir ein umweltfreundliches, natürliches Kältemittel drin. Das heißt Refrigerant R290 und das ist handelsübliches Propan. Das haben Sie auch in Ihrer Flasche im Grill gelagert, in der Garage oder im Keller. Und Propan hat einen großen Vorteil, das funktioniert bei minus 20 Grad Umgebungstemperatur. Hier haben wir minimal, sage ich mal, minus 10, minus 15 und kann einen physikalischen Hub von 70 Kelvin erreichen. Das kann bei minus 20 Grad Außentemperatur oder minus 10 Grad 70 Grad Vorlauftemperatur erreichen. Also ideale Sanierungswärmepumpe für eben die angesprochenen Gas- oder Ölheizungen. Das Tolle an diesem Propan ist, dass es ein natürliches Kältemittel ist, dass es nicht umweltschädlich ist. Es hat ein sogenanntes Global Warming Potential von 3. Die alten Kältemittel haben 2000, also da ist es um den Faktor 1000 geringer im Vergleich zu CO2. Alles, was einen Vorteil hat, hat aber auch einen Nachteil. Und der Nachteil ist, Propan ist brennbar. Das heißt, wir haben bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben in dem Kältekreis, ich habe es gerade gesagt, Pumpe, ein Kompressor, der geht bis 32 Bar. Im Heizungswasser haben wir normal 2 bis 3 Bar. Und im Havariefall müssen wir sicher sein, dass dieses Propan, da sind 2 Kilo drin, also wesentlich weniger als in Ihrer Flasche, die Sie zum Grillieren benutzen, dass dieses Propan sicher abgeführt wird, wenn mal der Havariefall eintritt. Und da haben wir ein patentiertes Luft-Gas-Abscheidesystem, was man dann hoffentlich nie braucht, aber es ist da, ist ja immer gut, wenn man Sicherheit hat, was dieses Gas-Luft-Gemisch oder Gasgemisch dann sicher aus der Maschine abführt. Und zusätzlich haben wir noch hydraulische Sicherheiten, wenn man das im sanierten Wasser, Heizungswasser einbaut, dass man da gewisse Filtermöglichkeiten oder Filter drin hat, dass die Wärmetausche nicht verschmutzt wird. Ganz wichtig, ich habe jetzt eben ein Bild gesehen im Holzschopf von der Wärmepumpe. Ganz wichtig, wir haben Propan und alle Hersteller, die solche Propanmaschinen haben, haben sich geeinigt, dass wir einen Schutzbereich 1 Meter um die Maschine rum haben. Da darf dann kein Holz, kein Schopf, kein brennbares Material, keine Holzwände sein. Einfach 1 Meter drumherum, nicht brennbare Bestandteile. Dann sind wir da auf der sicheren Seite, sollte machbar sein. Thema Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die haben alle einen sogenannten Elektroheizeinsatz drin.
um in Warmwasserbereitung die Legionellenschaltung zu gewährleisten. Das brauchen wir nicht. Wir kommen ja auf 70 Grad Vorlauftemperatur. Da können wir locker 60 Grad Warmwassertemperatur realisieren. Aber trotzdem kann es ja sein, dass der Heizstab ungewollt sich zuschaltet oder weil die Maschine falsch installiert ist, kommt er vielleicht zu viele Stunden im Jahr oder am Tag. Und dann kommt über die sogenannte WeCare-App, das ist die kostenlose End-User-App, die Sie nutzen können, dann kommt da so eine Push-Up-Meldung und sagt, pass mal auf, du hast jetzt schon 2-3 Stunden elektrisch, rein elektrisch geheizt, also 1:1, was wir nicht wollen. Willst du das oder ruf bitte deinen Fachpartner an? Also da sind wir auch auf der sicheren Seite. Dann haben wir Kostenvergleich, habe ich schon gehört. Wir haben einfach das mal ganz rudimentär über 25 Jahre gesagt, Investition, neue Ölheizung, haben wir gerade gehört, 20.000 Franken kommt die neue Ölheizung rein, Steuerabzug 5.000 Franken, aber heute gerechnet mit Energieumhalt 4.000 Franken mal 25 Jahre sind rund 115.000 Franken und die Totalkosten über diese Zeit sind dann etwa die 40.000 Franken. Können wir das ein bisschen kleiner machen? Man sieht nämlich den Effekt nicht da. Wenn wir jetzt die Luft-Wasser-Wärmepumpe haben, dann haben wir hier 40.000 Franken, doppelte Investition, aber haben natürlich wesentlich geringere Brennstoffkosten. Die Energie- und Unterhaltskosten sind dann ungefähr ein Viertel, kann man sagen. Oh, jetzt bin ich etwas zu weit gekommen. Sind etwa ein Viertel, also 25.000 Franken. Und wir haben dann eine Amortisation über 25 Jahre, das steht jetzt da drunter, und sparen im Jahr etwa 2.600 Franken, gerechnet über diese 25 Jahre. Und der Ölpreis, den haben wir heute Morgen nochmal angepasst, der liegt etwa bei 140 Franken pro 100 Liter, also durchaus realistisch. Klar wird Strom auch teurer, sind wir uns einig, aber was da jetzt mit Öl und Gas passiert ist, das ist ja ganz andere Dimensionen. Tut mir leid, dass da unten das Endergebnis fehlt. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss 2-3 Folien auflegen. Und zwar, die IB Langenthal hat sehr gute Infrastruktur im Bereich Gas. Wir wissen, im Moment ist aufgrund der Situation das Thema Gas nicht sehr charmant. Aber trotzdem hat ja Gas schon mal vom Brennstoff her 25% weniger CO2-Ausstoß aus Öl. Also ich finde auch, dass Gas im Prinzip ein sehr umweltfreundlicheres Heizmittel ist. Aber wir sind uns klar, wir müssen dieses Gas durch gewisse umweltfreundliche Gase substituieren. Und da mal eine Zahl. Die Schweizer Stromproduktion, das sind Zahlen von 2021, ist zu 58% bestehend aus Wasserkraft. Das sind Flusskraftwerke oder Speicherkraftwerke. Die österreichischen Kollegen sind da etwas weiter, die liegen über 60%. Wir liegen aktuell bei 6,7% erneuerbare Energien aus dem Bereich Photovoltaik, Wind und so weiter. Wind wird in der Schweiz nicht stattfinden. Also der Wind ist schon da, aber Windmühlen aufstellen werden wir nicht. Die Kraftwerke werden wir nach und nach abstellen. Das heißt, da wird ein Stromgap auf uns zukommen, den wir irgendwie füllen müssen. Wir müssen den Ausbau des Photovoltaikbestandes massiv beschleunigen, dafür brauchen wir aber Fachkräfte, die haben wir nicht, also da werden wir unsere Ziele auch nicht erreichen. Und wo geht dann die Sache hin, wenn wir immer mehr Strom brauchen? Haben wir gerade gehört, das Verhalten der Nutzer ändert sich, die neuen Technologien wie auch Wärmepumpen basieren auf Elektrizität, die Relevanz von Strom im Bereich Mobilität steigt auch. Der Ausbau von Wärmepumpen, die aktuellen Zahlen aus 21 mit Sole- und Luftwasserwärmepumpen sind bei 33.000, das sind 2/3 aller Wärmeerzeuger. Das heißt, wir reden eigentlich nur von dem sogenannten Elektron, der uns da weiterbringt. Und neben der Energieeffizienz, der Anlagenmodernisierung und den erneuerbaren Energien kommt jetzt das Thema in Europa Wasserstoff immer stärker. Sie kriegen es mit, aufgrund der politischen Situation fahren die Politiker in die afrikanischen Saudi im Nahen Osten und versuchen, möglichst Wasserstoff zuzukaufen, der denn da mit Photovoltaik umweltfreundlich grün erzeugt wird. Der wird dann in Schiffe gepackt und in Rotterdam und in den großen Nord- und Ostseehäfen ist man dabei, die Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Das wird eine europäische Lösung sein, die dann kommt. Und zusätzlich wird Wasserstoff als
Säule in die bestehenden Gasnetze eingebracht, um so das Gasnetz, das bestehende, weil das haben wir alle mal bezahlt, die Infrastruktur, zu dekarbonisieren. Und hier eine große Anlage wird dann keine eine Lösung sein, sondern es wird Anlagen, Systeme sein, das werden Blockheizkraftwerke sein, die Strom erzeugen, es wird ein wasserstofffähiger Gaskessel sein, es werden Batteriespeicher sein, es werden thermische Speicher sein, es wird Photovoltaik sein und Wärmepumpen. Also es werden Systeme zusammengefügt, auch im Heizungskeller. Herstellung grüner Wasserstoff, ganz wichtig, wie geht das? Wir haben erneuerbaren Strom, Photovoltaik, Windkrafträder. Die Wasserelektrolyse ist bekannt, wie das funktioniert. Man hängt einfach Gleichstrom in einen Behälter mit Wasser und dann steigt auf einer Seite Wasserstoff auf, der wird dann komprimiert, kann dann direkt, direkt verbrannt werden in Wärme oder mit Brennstoffzellen verstromt werden und hat dann so eigentlich nur lokale Emissionen im Wasser, in Form von Wasserdampf, was auch die Wasserstofffahrzeuge machen. So, ging ein bisschen schnell. Fazit, mit Strom alleine sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Wir benötigen auch molekulare Speicher. Molekulare Speicher sind in Europa vorhanden. Die Wasserstoffproduktion wird in den nächsten 10, 20 Jahren zunehmen. Und dann nutzen wir die bestehende Infrastruktur weiter, um dann auch eben mit dem Gas, mit dem bestehenden Gasnetz zu dekarbonisieren. Damit bin ich am Ende, war jetzt ein sehr schneller Ausflug in zwei Themenbereiche, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen näher bringen, dass wir die Gasnetze, die wir alle bezahlt haben, dass wir die auch weiter nutzen können. Die Infrastruktur ist da. Dankeschön. Danke. Danke, Martin Rauen. Und Sie dürfen sich gleich setzen und die anderen Herren möchte ich auch wieder nach vorne bitten. Und jetzt können wir, glaube ich, wieder anders reden miteinander, gell? So. Das war Mundart. Also, jetzt steigen wir ein in die Diskussion. Ihr habt jetzt wahnsinnig viel gehört. Jetzt rauchelt wahrscheinlich irgendwo das Hirn. Und jetzt wäre die Idee, dass ihr alle eure Fragen könnt stellen könnt. Es hat ein Mikrofon im Saal, wo wir gerne weitergeben. Ich würde euch noch schnell fragen, seid ihr eigentlich super, was Heizen angeht? Hat einer noch Fossil, oder? Nein, kennen wir. Kann ich guten Gewissens beantworten. Gut, also der hat erfüllt. Gut. Ich fahre noch Diesel. Also. Ja. Ich fahre auch teilweise, Diesel. Teilweise. Das sagen wir einfach nicht zu laut. Das sagen wir einfach nicht zu laut. Aber irgendwann hört das. Also, eure Fragen, ihr könnt ganz konkrete Fragen stellen. Ihr könnt Fragen in den Chat schicken, weiterhin. Und wir sind gespannt, was euch beschäftigt im Moment. Wer mal loslegen mit Ihrer Frage. Bitte schön. Grüß Sie miteinander. Mein Name ist Grock. Ich habe eine Frage wegen den Fördergeldern, Förderbeiträgen. Ich habe ein Einfamilienhaus mit Werkstatt. Das ist also ein bisschen mehr als ein Einfamilienhaus. Ich habe 1985 Erdbohren. Keine Bewilligung bekommen. Das Grundwasser dazu ist abgelaufen. Jetzt habe ich 35 Jahre später Bewilligung bekommen. Ich habe bohren, 300 Meter. Und ich bekomme keine Förderbeiträge, keine Fördergelder, weil ich angeblich, dank einem guten Mann, der hier Herr Geldkinger heisst, im Büro hockt und mir das verwehrt, weil ich noch eine Holzheizung habe und die Holzheizung noch nicht rausreißen will. Was kann ich machen? Gut. Wer hat eine Lösung, was er Grock machen kann? Also ich denke, die Frage die geht an mich, oder? Ja. Wo da der Kanton der Kanton tut und eigentlich auch, genau, und auch das Förderprogramm bei mir haben in meiner Abteilung drin. Es ist folgendermaßen: wenn ihr natürlich bereits jetzt eigentlich ein nicht fossiles Heizsystem habt und bereits CO2-neutral unterwegs seid mit der Holzheizung. Wir müssen immer aufs Mikrofon warten, sonst hören die daheim uns eben. Moment, Entschuldigung, ich habe zum Holz habe ich eine Ölheizung gehabt, weil ich die, ich bin nicht gerne daheim, zum Holz zu führen. Und ich wollte die Ölheizung jetzt rausnehmen und ersetzen mit Erdwärme, mit der Wärmepumpe.
Mhm. Herr Dettwiler, könnt ihr da helfen? Ja, Holz, oder? Ja, was ich weiß. Herr Schade? Ich sage noch, meine Eltern haben das gleiche Heizsystem, Öl, Holz kombiniert. Oder? Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich Öl rausreisse und da stelle von dem etwas anderes, was rein tut. Nimm ja. Ich habe das Gefühl, es ist etwas falsch gelaufen. Ich kenne die Situation nicht so genau, aber wenn man das so kommuniziert, wir tun die Ölheizung, ist ja die automatische Heizung, die das Gebäude heizt, das ist die Hauptheizung. Und das Holz ist noch ein bisschen Hobby. Und wenn man jetzt die Ölheizung ersetzt durch eine Erdsondenwärmepumpe, dann müsste es Fördergelder geben. Da bin ich auch völlig überzeugt. Also, tut doch nachher mit dem Herrn Glauser reden und dann tut er das regeln für euch, Herr Grock. Ist das gut für einen Moment? Also, gut. Weitere Fragen, bitte schön. Da vorne hat es eine Frage, bitte. Ich heiße André Masson. Das Haus sanieren energetisch ist aufwendig und geht nicht von heute auf morgen. Wir sind in einem Haus mit 4 Parteien und dort tut man den Kellerdeck isolieren und dann kommen jetzt ein Stück neue Fenster rein und dann das und dieses. Mhm. Und jetzt steigt plötzlich Gasheizung aus. Und wir müssen 10% von Energie verwildern genau. Das, was wir jetzt schon gespart haben, in ein paar Jahren, zählt jetzt das oder nicht? Wenn das nicht zählt, dann wäre die Weise, jetzt ja nichts machen. Wie tut man sich das vorstellen beim Kanton? Mhm. Also ich muss euch ehrlich gesagt sagen, auch für das verweise ich euch an Energieberater, die Situation anzuschauen. Also das ist immer eine Einzelfallbetrachtung und das muss man vor Ort anschauen, wie das Objekt wirklich aussieht. Mhm. Was würde der Energieberater Dettwiler vom Schiff aus sagen? Ja, eben, es gibt häufig Möglichkeiten, dass man eben schon einen Weg findet, zum Sanieren, oder? Das wäre wirklich das Ziel. Das hat mit dem neuen Energiegesetz zu tun, oder? Wo jetzt dann ab Januar kommt, wo ich selber noch zu wenig kenne, ob etwas angerechnet wird oder nicht. Ich bin der Meinung, es wird immer zu dem Zeitpunkt, wo man Massnahmen ergreift, wo man den Eingriff macht, wird geschaut, was ist die Situation. Und wir fahren dort am besten, wenn man eigentlich im Vorfeld schon bereits, bevor dass man etwas macht, eigentlich einen Berater konsultieren, einen GEAC Plus machen von dieser Liegenschaft. Ein GEAC Plus ist ein Beratungsbericht, wo ein Spezialist sowohl Gebäudehülle wie auch Gebäudetechnikanlagen analysieren und Varianten aufzeigt, was bezüglich der Sanierung in verschiedenen Sanierungstäufen möglich ist. Ihr bekommt die Transparenz darüber, wie gross oder wie viel dieser Eingriff basierend auf Erfahrungswerten rund wird kosten und wie viel Fördergelder dass man dazu überkommt. Und dann sieht man, wenn man das in welchen Etappierungen dass man das macht, hat man auch eine Transparenz, wie viel das vom Kanton unterstützt. Ich denke, ich hänge dort an, was der Urs Dettwiler in seinem Referat hat gesagt. Wichtig ist einfach, dass man nicht irgendwie mal ein bisschen drauf loswerkelt und mal etwas ersetzt, weil es muss ersetzt werden, sondern dass man halt auch die Liegenschaft mit genug Vorlauf daher geht und sich ein Bild verschafft zu dieser und auch weiss, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren an Erneuerungen anstehen, so dass man das eigentlich halt auf das eigene Portemonnaie, aber auch auf die Fördergelder kann optimieren kann. Ja. Ich kann vielleicht noch ergänzen, es gibt immer auch Situationen, haben wir ein paar erlebt, wo das Förderprogramm nicht alles im Detail beschreibt, für was es gilt und wenn nicht. Und in diesen Fällen tun wir eben im Rahmen auch von einem GEAC oder so, wo wir dort Fördergelder ausweisen dürfen, das auch mit der kantonalen Stelle oder allenfalls mit anderen Stellen noch klären, um sicher zu sein, gibt das jetzt Fördergeld, wenn wir es so und so machen. Wie viel gibt es eigentlich für eine Wärmepumpe? Ist das weniger als 10'000, oder?
Es hat mal 10'000 gegeben. Wir sind überrennt worden dort hier und wir mussten ein bisschen runter, weil schlichtweg nicht so viel Geld zur Verfügung war. Im Moment gibt es 6'000 Franken. Mhm. Ja. Es gibt verschiedene Fragen zu den Fördergeldern. Frage an den Kanton, das seid ihr gemeint, Herr Glauser. Von der Saskia Frey von Gunten, kann man jetzt schon etwas zu den eventuellen Förderbeiträgen sagen, die ihr erwähnt habt? Wenn das neue Energiegesetz in Kraft tritt, werden diese tendenziell tiefer und jemand fragt, werden sie jetzt höher? Ja, schaut, das ist folgendermaßen. Es ist wirklich, es ist ein bisschen, also, ich als erstes kann ich sagen, die Frage, die mich wirklich wieder tief aus zwei Wasser. Ja, weil ihr nicht Geld ausgeben wollt. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall, oder? Das Ding ist, ganz grundsätzlich, das Förderprogramm ist ein Lenkungsinstrument und ein Lenkungsinstrument heisst, man muss zwischendurch steuern. Das wird auch periodisch überarbeitet. Für mich ist eigentlich immer habe ich die grösste Befriedigung drin, wenn wir das Geld, das vorhanden ist, das uns Politik zur Verfügung stellt, wenn wir das eigentlich bis auf den letzten Franken können ausgeben können. Das heisst, und wir bekommen jährliche Budgets. Und dann habe ich erfolgreich gesteuert, wenn wir das schaffen. Und es lässt sich nicht im Einzelfall sagen, es ist immer auch Angebot, Nachfrage, ob es das erhöht oder gesenkt wird. Gut, weitere Fragen von euch, bitte schön. Da vorne hat es eine. Darf ich vielleicht ganz kurz etwas sagen zum Thema Fördergelder? Ja. Gleich auch noch. Ich finde das wichtig, was der Ursal gesagt hat. Warum reden wir die ganze Zeit über Fördergelder? Weil es sich offensichtlich nicht lohnt, etwas zu machen. Mhm. Wenn man aber erstens mal die ganzen Lebenskosten anschauen, nicht nur den Moment der Investition, sondern über die 25 Jahre, dann sieht es eben anders aus. Und eines der Hauptprobleme, die wir halt haben, dass die nicht Erneuerbarkeit eigentlich keinen Preis hat. Mhm. Und alles, was erneuerbar ist, teuer ist, was nicht der Kostenwahrheit entspricht. Es war interessant, was der Herr Rauen das Beispiel genau. Das er gezeigt hat. Aber es ist über 25 Jahre. Also, ja. Wenn jetzt jemand älter ist, das ist, Thema, ja. Ist das ein grosses Thema. Ja, bitteschön. Althaus von Boll. Ich möchte gerade eine Frage stellen für die Förderung, die von Herrn Glauser vorhin erwähnt wurde. Das ist klar. Aber es war ja lustig. Wir haben mal die Förderung aufgetan auf 10'000 Franken. Für die Ölheizung, auch für die Elektroheizung. Dann kam der Fall, gekommen, genau vor einem Jahr, sehr kurzfristig, ein Stopp gekommen. Das also sehr viele Leute haben das nicht gewusst. Und das ist, man muss ja Planungssicherheit haben. Jetzt ist aber eine wichtige Frage dazu, glaube ich, dass man ein Gesuch machen muss. Und dann, wenn das Gesuch bewilligt ist, hat das, glaube ich, 3 Jahre Gültigkeit. Ist das noch weiter das so? Das ist korrekt, ja. Dass man also eine gewisse Planungssicherheit also, machen. Oder ich weiß jetzt einen Kollegen, der hat noch gerade eine Woche voran das Gesuch gemacht. Und hat er Zusicherung bekommen. Es war also ein Stichtag, glaube ich, 4. April letztes Jahr, wo das kam. Und ich weiß auch, was der Grund ist. Es ist ja vom Grossen Rat einmal Geld gesprochen worden. Und jetzt müsste ja der Grossen Rat wieder, wahrscheinlich an der Finanzabteilung, wieder ein bisschen flüssiges Geld machen, dass alle das kann bewilligen, oder? Ja, das müssen die Politikerinnen und Politiker sagen. Es ist politisch sagen, rein. Oder also. Und das hat nichts mit den Leuten zu tun, die jetzt da sind. Gut, danke vielmals. Darf ich kurz, also das ist in der Wintersession vom letzten Jahr ist das passiert. Also Politik hat das erkannt, dass dort hier Handlungsbedarf ist und hat das Förderbudget vom Kanton massiv erhöht. Danke. Walter Eckenberger von Bern, wir haben hier ganz Haufen Sachen, die wir müssen abtragen müssen. Der hat wenig Platz im Freien und im Haus und wenig Platz zum Nachbar. Und jetzt sucht er nach einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die möglichst klein und leicht und zudem wenig Lärm macht. Was können Sie mir diesbezüglich empfehlen? Martin, der Werbespot hat er schon gemacht. Nein, das ist ein Steilpass. Was kostet jetzt die Kiste? Dass die Maschine, wir reden da immer von Maschinen. Gut. Ja, das hört sich ein bisschen technisch an. Die Maschine kostet alleine um die 16.000 Franken. Mit Installation rechnen wir bei einer Luftwasserwärmepumpe so um die 30.000 Franken, abzüglich entsprechend der Förderungen, über die wir gerade diskutiert haben. Ich habe gerade gesagt, physikalisch klein, leicht und leise geht nicht. Leider ist groß und schwer
ist das Optimum? Also man muss jetzt den Garten im Einzelfall anschauen. Haben wir die 5, 6 oder 7 Meter zum Nachbargebäude? Plus der Meter. Plus den Meter drumherum. Es gibt auch noch andere Kältemittel. Da braucht man diesen Meter drumherum nicht. Das muss man im Einzelfall anschauen. Wenn man draußen nichts sehen will, dann gibt es die Möglichkeit, eine innen aufgestellte Luftwasserwärme. Hat wenig Platz im Haus? Im Haus schon, aber vielleicht hat er noch einen Keller. Das kann man, muss man natürlich wirklich anschauen. Es gibt nicht die eine Lösung, wo ich jetzt sage, genau die Wärmepumpe passt dahin, sondern man muss den Einzelfall anschauen. Mhm. Geht eine innen aufgestellte im Keller? Das nimmt 1 Quadratmeter Platz weg. Oder muss ich sie wirklich außen aufstellen oder kann ich bohren sogar? Vielleicht einem Bohrloch mit 120, 150 Meter. Da brauche ich vielleicht 5 mal 5 Meter und danach ist der Platz, ja, ist der Platz frei. Also es gibt noch eine ganz andere Alternative. Wenn es die gibt an diesem Ort, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn er sich an einen Wärmeverbund anschließt, hat er ausgelöst. Wer, Herr Schad, das ist auch eine Frage, kann sich an Wärmeverbund anschließen? Das sind einfach die, die in diesem Quartier wohnen. Genau. Wenn ich jetzt außerhalb wohne, dann habe ich keine Chance. Genau. Dann machen wir nachher nichts. Nein, können wir nicht. Ja. Schlussendlich nicht. Das ist Infrastruktur, im Boden liegt und das ist wirtschaftlich gesehen, geht das schlichtweg nicht. Mhm. Ja. Also da schaut man wirklich darauf, dass man eine gewisse Energiekonzentration hat. Darum das Beispiel, das ich gesagt habe, im Hart, wo ein Gewerbeschulhaus steht, Schulhaus von der Stadt steht, plus ein Wohnquartier, wo eng ist, das ist ideal, so etwas zu machen. Mhm. Aber sobald es Einfamilienhäuser verzettelt sind, ist es einfach wirtschaftlich nicht möglich, so etwas zu bauen. Gut, eine Frage von Fritz Schmidt über den Chat. Wie viel kostet circa eine Solarzellenanlage für eine Wärmepumpe für Reiheneinfamilien, für ein Reiheneinfamilienhaus? 20.000. Nächste Frage. 20.000 plus 40.000. Schwierig zu sagen, natürlich. Ja. Muss man vor Ort anschauen und das ändert sich stark. Aber so dort umeinander. Ja. Im Moment bekommt man keine Panels, von dem her ist die Frage auch erledigt. Genau. Und dann ist vielleicht noch die weitere Frage, wenn ich diese Photovoltaikanlage habe, nutze ich die dann vielleicht weiter mit Batteriespeichern, dann bin ich vielleicht nochmal mit 10.000 Franken dabei, dann kriege ich natürlich immer einen höheren Autarkiegrad. Also das, was du gerade gesagt hast, das bedeutet so eine 60-70-prozentige Autarkie, dass ich also mit eigengenutztem Strom meine Wärmepumpe betreiben kann. Und je höher ich von diesen 60-70% Autarkie, also ich muss immer noch Strom aus dem Netz kaufen, je höher ich dann an die 100% komme, das gibt es auch solche Lösungen, da wird es aber immer extrem exponentiell, geht dann der Preis hoch. Mhm. Es geht auch noch in die Rubrik Reihenhäuser, Silvano Bieri von Wohle. Welche Heizsysteme sind für enge Räumlichkeiten, / kleine Reihenhäuser geeignet? Oft wird immer eine Idealsituation von einem großen freistehenden Haus besprochen. Vielleicht darf ich da nochmal antworten. Wenn wir eine bestehende Infrastruktur von einem Gasnetz haben, dann kann man da zum Beispiel einen herkömmlichen Gaswandkessel einsetzen. Der nimmt fast 0 Platz weg, plus noch der Warmwasserspeicher, vielleicht 0,6 Quadratmeter. Wir haben alle Produkte, werden wir jetzt entwickeln, auf 30% Wasserstoff. Die werden heute schon zugelassen, dass wir bis 30% Wasserstoff verarbeiten können. Und wir werden in 5 Jahren oder 2025 100% wasserstoffreine Gasgeräte anbieten. Aber das ist ja nicht ganz grün, Wasserstoff, oder? Noch nicht, aber er wird grün kommen. Und dann mit die Kombination mit diesem Gaskessel, den es aktuell zur Verfügung gibt, mit der Gasinfrastruktur, den kann ich dann als MUKEN-Standardlösung kombinieren mit einem Wärmepumpenspeicher. Und so habe ich eine Standardlösung für kleine Investitionskosten geschaffen und wenig Platzbedarf. Würde das auch schon empfehlen, Herr Dettwiller, die Wasserstoffgeschichte? Ist bei uns noch nicht so präsent. Eben weil auch der Wasserstoff eigentlich noch zu wenig zur Verfügung hat, wo erneuerbar ist. Wenn ich zu dieser Frage noch etwas sagen darf, ist immer gut, wenn man die Impulsberatung erneuerbar heizen in Anspruch nimmt. Weil dann kommt der Fachmann vor Ort. Es ist für euch schwierig, da zu beurteilen, geht es das oder nicht. Aber das sind Fachleute, die die verschiedenen Varianten kennen sollten und dann schauen, was für das Haus das Beste ist. Der Martina Hornschuh fragt noch, muss ich einen Installateur aus dem Kanton Bern wählen? Ich wohne an der Kantonsgrenze zu Luzern. Darf man auch einen Fremden nehmen?
Ich bin ja von der Direktion für Wirtschaft, Energie und Umwelt. Ich begrüße es natürlich schon sehr für unsere Wirtschaft, wenn man kantonaler nimmt. Aber selbstverständlich kann man das von überall. Oder Herr Schad hätte es gerne, wenn man einen eigenen nimmt. Oder? Ich denke, wir haben genug sehr fähige Handwerker hier. Und das kann man sicher machen. Auf der anderen Seite für Fördergelder. Da steckt sie wahrscheinlich hinten dran. Wahrscheinlich bekomme ich dann Fördergelder nicht, oder, wenn sie Luzerner im Kanton Bern macht. Ja. Ich glaube, hat das keinen Einfluss. Gut. Also, weitere Fragen von euch. Bitte schön. Möglichst konkrete Geschichten, dann sind die Herren gefordert. Darf ich sitzen, bevor die Frage noch kommt? Für mich ist es sehr wichtig, ich finde, wenn man einen Energieberater auswählt, muss man schauen, versteht er mich, kann er auf meine Bedürfnisse eingehen. Ich finde, das ist fast wichtiger, das ist das wichtigste Argument als Kantons. Also, habt ihr das Gefühl, der Luzerner versteht uns? Ich gehe schon davon. Also gut. Bitte schön. Mein Name ist Vogel von Wangen an der Aar. Was mir dünkt, ein bisschen zu kurz ist, sind die Möglichkeiten von der Fernwärme. In Wangen haben wir ein Verbundnetz, das ist relativ schon gut verteilt. Ich vermisse hier ein bisschen eine Kostenzusammenstellung oder einen Kostenvergleich. Heizkosten, Fernwärme, Wärmepumpe haben wir viel gehört. Da habe ich selber eine daheim, da weiß ich, wie es geht. Und Betriebskosten im Vergleich zu Wärmepumpen und die Amortisationskosten, wie das etwa so aussieht. Wo wäre der Vorteil zusammengefasst von Verbundwärme oder der Vorteil von Wärmepumpen? Herr Schad, wollt ihr hier loslegen? Ja, loslegen ist schwierig. Also die Gegenüberstellung gibt es natürlich. Die haben wir gemacht für die Quartiere, wo wir die Wärmeverbünde bauen. Und eben dort kommt wieder darauf an, finanziell ist das eine, das andere ist, ich sehe die Situation konkret im Haus aus. Habe ich erst vor 2 Jahren die Heizung ersetzt. Das ist das Thema nicht da. Also es sind viele Faktoren, die reinspielen. Aber die Vergleiche gibt es grundsätzlich. Wir haben sogar auch Vergleiche mit anderen Wärmeverbünden in der Region, auch zum Wissen, wo stehen wir. Kann ich noch sonst gerne mal eine Tabelle dazukommen, wenn wir nachher einen geschwind Kontakt austauschen. Es gibt gerade 2 Fragen zum Thema Mieter, Mieterin. Also die eine ist von Fred Buser von Bier. Kann ein Teil der Umrüstungskosten auf die Mietzinse geschlagen werden? Oder der Fred, das ist der gleiche. Er hat noch mal geschrieben. Ich habe es jetzt gemerkt, Herr Buser, danke vielmals. Also kann man es auf Mieter Mehrkosten überschlagen? Also wenn die Frage so brennt, ich versuche die gerne versuchen zu beantworten, auch wenn ich nicht der Spezialist bin in diesem Bereich. Aber ich kann vielleicht einen Hinweis geben. Und zwar muss man da ganz klar unterscheiden zwischen werterhaltende Investitionen oder wertvermehrende Investitionen, die man macht. Eine wertvermehrende Investition ist zum Beispiel die Erneuerung und zusätzliche Dämmung der Fassaden. Das hat zum Folge, dass man eigentlich auch weniger Nebenkosten über einen Energieträger hat. Wertvermehrende, die können über die Mietzinsen können die weitergeben werden durch die Hauseigentümer. Werterhaltende können nicht weitergeben werden. Das ist ganz plakativ. Ich würde aber auch empfehlen, je nachdem, in welcher Situation dass ihr seid, ob ihr Mieter oder Hauseigentümer seid, die Hauseigentümer verweisen ja an Hauseigentümerverband, der sicher da sehr gut unterstützen kann und beraten in diesem Bereich. Und die Mieter verweisen an Mieterverband, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Eine interessante Frage von Peter Oesters habe ich mir so noch nie überlegt. Kann der alte Heizöltank mit Wasser gefüllt in Kombination mit der Wärmepumpe als Wärmespeicher genutzt werden? Ich glaube, das zielt jetzt auf uns als Hersteller ab. Es gibt solche Versuche, eben diese 2.000-4.000 Liter als Wärmespeicher zu nutzen. Das ging aber meist in die Hose, weil so ganz so einfach ist das nicht. Wir hatten gestern gerade, passt zu dem Thema, ein Meet mit der Entwicklungsabteilung in Deutschland aus Allendorf bei Frankfurt ist unsere Firma ansässig. Wir sind dabei, fürs Einfamilienhaus sogenannte Systeme zu entwickeln. Oder es wird jetzt diesen Sommer, werden wir schon die ersten Systeme verkaufen. Das wird unter dem Namen Eisspeicher geführt. Das sind 10 Kubikmeter große Kunststoffbehälter, die man dann in den Garten eingraben kann. Die liegen so im Bereich 4 bis 6 kW mit einem Kunststoffbehälter. Das ist für ein energetisch saniertes Einfamilienhaus. Und wenn man ein älteres Einfamilienhaus hat, was eben die GEAK Kategorie D und schlechter entspricht, dann braucht man so 2 so Kübel, die man vergraben muss, also 20 Kubikmeter, also mit 4.000 Liter geht das nicht. Und da sind wir jetzt dabei, erste Typen werden wir jetzt schon in der Schweiz installieren. Und wir sind dabei, dass wir das übers Flächengeschäft, also auch fürs Einfamilienhaus, anbieten können. Wird sich preislich im Bereich etwas höher als Erdwärme
als Tiefenbohrungen bewegen. Also die Antwort ist ganz kurz, Forschungen im Gang. Laufen, ja, nein, schon etwas weiter. Wir sind dabei, dieses Frühjahr, das über das Flächengeschäft, unsere Vertriebsleiter gucken gerade, die wissen noch nicht so Bescheid. Der erzählt ja schon wieder ein bisschen zu viel. Ergänzend, es gibt es also von der Hochschule Luzern, weiss ich das auch, dass es die Systeme gibt, wo man den Raum selber, also nicht den Tank selber, sondern den Raum kann isolieren mit relativ hochmodernem Isolationsmaterial, mit Wasser kann füllen und das reicht eigentlich für den Winter fast. Das ist wirklich immer noch relativ früh das Ganze, weil es kostet halt auch noch etwas. Aber die Ideen gehen genau in die Richtung. Ja. Und unser System ist so, dass man es wirklich fehlerfrei installieren kann. Zwei Kübel im Boden, Installateur schließt 4-6 Rohre an und läuft. Gut. Das ist das Ziel. Super Sache. Also, weitere Fragen von euch, bitte schön. Ja. Wir brauchen noch ein Mikrofon, Entschuldigung. Ja, es kommt. Stauffer von Bleienbach. Konkrete Frage, Vertreter von der Wiesmann. Ich hatte eine Wärmepumpe nach dem ersten Winter, als ich rausgefallen musste, also 35'000 Franken in den Dreck gesetzt. Können Sie mir eine Wärmepumpe, die genug Wärme abgibt und die nächsten Jahre zur Verfügung stellen? Mhm. Also zur Verfügung stellen, meint ihr so? Kaufen. Gut. Also, gut. Eine, die richtig funktioniert, Herr Rauen. Gut, also wir bauen etliche 100.000 Wärmepumpen im Jahr. Da muss ich jetzt wirklich im Einzelfall vielleicht mit den beiden Herren hier vorne diskutieren, was ist da passiert. Also da kann ich natürlich von hier jetzt auch keine Aussage übertreffen. Aber generell funktionieren unsere Wärmepumpen. Mhm. Also, ihr könnt dann noch miteinander verhandeln. Ich habe noch eine Frage von Martin Rupp. Sind die Fördergelder beim Ölheizungsersatz für neue Heizungen, Pellets, Wärmepumpe oder Fernwärmeanschluss oder alles, was es da gibt, eigentlich gleich? Nein, die sind nicht. Also, die Frage, die sind nicht gleich. Das ist technologieabhängig. Es sind auch nicht an allen Orten die gleichen Investitionen notwendig. Und man muss auch nicht an allen Orten muss nicht gleich unterstützt werden. Das sind ganz unterschiedliche Anreize. Er hat jetzt das Gleiche gesagt. Also. Nein, ich habe gar nichts gesagt, weil Förderung ist nicht mein Metier. Das ist ja, genau. Gut, weitere Fragen von euch? Ja, ganz hinten, bitte schön. Mein Name ist Fischer Gerhard. Ich habe konkrete Frage an Netzbetreiber IBL Langenthal. Und zwar geht es ein bisschen darum, wie habt ihr das Gefühl, wie die Strompreisentwicklung ist? Wir haben doch, Europa wird 70% vom Strom noch fossil hergestellt. Also wir sind relativ stark im Moment auf dieser politischen Situation abhängig. Wie seht ihr dort die Entwicklung? Oder wie habt ihr auch schon innerhalb der verschiedenen EVs untereinander diskutiert? Ja, das ist relativ klar, es wird teurer, merkbar teurer. Und das ist jetzt nicht nur wegen der Ukraine-Krise, wegen dem Krieg, den wir haben. Das ist jetzt gerade der Peak, der kommt, aber man hat schon lange voran gesehen, dass die Preise steigen. Wir rechnen nächstes Jahr mit etwa 20% höheren Energiepreisen. Das heisst im Gesamten vielleicht 10% höher. Aber wir sehen das auch in den weiteren Jahren, der Markt geht ja weit raus, 4-5 Jahre in Zukunft raus, sieht man ganz klar steigende Preise. Wird zunehmen. Und was heisst das jetzt? Es wird teurer. Zum einen, aber sag jetzt mal, zum anderen haben wir auch einen Vorteil, weil gewisse Massnahmen lohnen sich halt auf einmal, die sich jetzt nicht gelohnt haben. Also je autarker dass man ist und seinen Strom selber produziert, desto mehr lohnt sich, kann man das so sagen? Nicht wirklich. Man muss eine Gesamtrechnung machen. Die Frage ist immer, wenn ich investiere, kostet mich das auch der Betrieb auch. Also wenn ich Gesamtrechnung mache, ist die Frage, was lohnt sich, aber Energieeffizienzmaßnahmen zum Beispiel. Also Energie sparen lohnt sich viel mehr. Wir können dann ein Haus mal dämmen oder ein Fenster ersetzen und das lohnt sich. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das Problem jetzt ist einfach die Geschwindigkeit der Veränderung, die einfach ungesund ist und nicht natürlich ist. Aber der Trend ist klar und finde ich auch richtig im Prinzip, dass es teurer wird, weil Energie ist zu billig gestanden. Gerade etwas wie der Fördergelder, Gebäudehülle dämmen, haben wir jetzt gerade davon geredet. Haus sanieren, gibt es für das auch Geld? Natürlich, ja, da gibt es auch Geld. Wie viel hängt im Einzelfall ab? Ich habe die Folie eingeblendet für unseren Kontakt zum Förderteam. Ich weise dort auch darauf her, das ist noch ein bisschen zu kurz gekommen, sitzen. Es gibt die öffentliche Energieberatung, wo die Regionen allen Bewohnern eigentlich zur Verfügung stellen, wo es eine Erstberatung telefonisch gratis gibt und auch Produkte unabhängig ist eigentlich, oder Produkte neutral, muss ich sagen, ist besser. Und dort hier kann man sich jederzeit daran wenden. Der Kontakt findet man auf der EKT-Homepage ganz zu unterst. Ist die regionale Energieberatung verlinkt. Dort hier kann man sich daran herwenden und dort bekommt man auch jederzeit Informationen.
Der Rolf Leuenberger wäre übrigens heute hier, der Energieberater, glaube ich. Ja. Genau. Ja. Der Energieberater. Ihr habt ja nachher zu tun, Herr Leuenberger. Also, weitere Fragen noch. Wir gehen so ein bisschen in Schlussspurt. Weitere Fragen? Ja. Zuerst dort hinten und nachher bei euch vorne. Ich bin Arnold Brigitte von Busu und ich möchte gerne zu einem Ort Pelletheizungen rein tun, in Mehrfamilienhäuser. Und meine Frage ist jetzt, haben wir genug Holz für Pellets? Wenn alle irgendwie solche Ideen haben. Interessante Frage. Also, wer macht mit dem Holz da? Vielleicht weiss jemand besser. Meiner Meinung nach ist das Potenzial schon irgendwann begrenzt. Also wenn alle Holz wollen, reicht es nicht. Genau gleich mit dem Biogas. Wenn alle Biogas wollen, haben wir zu wenig in der Schweiz, um es herstellen. Es reicht nicht. Also es braucht die Kombination von den verschiedenen, damit wir den gesamten Energieverbrauch machen können. Das ist mal in globo die Antwort. Ich weiss nicht, ob ihr andere Informationen habt, aber meines Wissens reicht es nicht. Also wir haben im Moment einen Marktanteil in der Schweiz von rund 2,63% Biomasse. Davon sind vielleicht 2% Pelletsheizungen. Also wenn das da ein bisschen, der Markt steigt um 30% jedes Jahr bei Pellets. Also die Pellets werden wir im Moment noch beschaffen können. Aber es wird dann sein, wie bei allen Dingen, die dann irgendwann knapp werden, wenn die Nachfrage größer ist und es gibt nur begrenzte Produktionsmöglichkeiten, wird es teurer. Das ist so, es ist bekannt. Und darum basiert ja eigentlich auch die Energiestrategie darauf, dass man alle Energiequellen nutzt. Und in erster Linie die vor Ort vorhanden ist. Also wenn man vor Ort Grundwasser hat zum Nutzen, dann sollte man das Grundwasser nutzen. Wenn man Erdsonden nutzen kann, sollte man Erdsonden nutzen. Oder Luftwasser nutzen, wo es geht. Und wenn man Fernwärme hat, dann sollte man eigentlich das nutzen. Also die Strategie ist so, das, was man vor Ort hat, sollte man brauchen. Und das Holz, sei das Pellets oder Schnitzel, das wird ja auch zugeführt. Hat man meistens nicht, außer der Bauer hat es vielleicht vor Ort. Aber braucht man dort, wo das alles nicht geht. Es gibt Orte, auch hier in Langenthal, wo Erdsonde und Grundwasser nicht geht und wo man auch keine Fernwärme haben. Also, wenn jetzt Frau Arnold die Pelletheizung rein tut, dann kann sie das? Oder? Kann sie mit gutem Gewissen machen und es hat noch genug. Also, sehr gut. Danke vielmals. Hier vorne haben wir noch Fragen gehabt. Bitte. Ich habe noch schnell etwas. Das 10. Haus ist gerade neben der Aare. Könnt ihr auch die Aare nutzen? Das ist an und für sich ein sehr guter Energieträger. Wir kennen Fälle, wo das gemacht ist. Aber die Investition und das Bewilligungsverfahren, glaube ich, ist nicht ganz so einfach, als man aus der Aare raus kann das nutzen. Also man müsste es näher anschauen. Der Fall, wo ich jetzt weiss, wo das genutzt wird, hat man eigentlich eine Grundwasserwärmepumpe und nimmt gerade neben der Aare das Grundwasser raus. Und dort hat man festgestellt, dass eigentlich das Grundwasser immer eine Temperatur hat von der Aare, wie das durchsickert. Aber sonst, wenn man es direkt aus der Aare nimmt, wegen der Verschmutzung und so, also das immer funktioniert, auch bei Hochwasser, sind das eher teurere Investitionen für grössere Objekte. Vielleicht als Ergänzung, oder? Ich denke auch, als Privatperson ist das relativ schwierig. Was ich darauf hinweise, ist, dass sicher Seewassernutzung oder eben die Fließwassernutzung, insbesondere Seewassernutzung, geht man in der Stadt Biel einen grossen Schritt vorwärts, wo man das eigentlich in die Seewassernutzung in einen Wärmeverbund integriert. Dort sehe ich ein Riesenpotenzial. Aber ich sehe es eher bei den institutionellen oder bei einem professionellen Betreiber, wo nachher hinter dran ein Fernwärmeverbund ist, wo man eigentlich als Privaten nur direkt mit anhängen kann, relativ einfach platzsparend. Und dass man die Hochwasserthematik und die Verschmutzungsthematik, dass man das einem professionellen Betreiber übergibt. Dankeschön. Bitte eure Frage. Ja, Beatrice Rauf von Langenthal. Meine Frage ist, ihr habt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht von 25 Jahren. Das heisst, dass die Wärmepumpe erst nach 25 Jahren muss ersetzt werden muss. Und die zweite Anschlussfrage ist noch, wie ist der Vergleich zum Grundwasser, also mit Erdsonden? Da ist jetzt eigentlich nichts darüber geredet worden. Wie ist dort die Wirtschaftlichkeit? Also das Erste ist, wie lange halten die Wärmepumpen? Sehr gute Frage. Die Wärmepumpe sind heute sogenannte invertergesteuerte Wärmepumpen im Bereich Luft-Wasser. Das heißt,
der Installateur, der ja auch dann über das Wärmepumpensystemmodul die Anlage bis 15 kW einbaut, das ist so mehr Familienhaus, 4, 5, 6 Einheiten, bis dahin geht das Wärmepumpensystemmodul, der hat ja dann, der garantiert ja dann, dass er das Ganze hydraulisch robust sicher einbaut. Das müsste ich das vorstellen, dass Sie mit Ihrem Auto konsequent eine gleichmäßige Geschwindigkeit, 80 bis 100 fahren immer, dann können Sie 200.000, 300.000, 400.000 Kilometer fahren. Fahren Sie mit dem Auto Vollgas, bremsen ab, beschleunigen wieder. In der Wärmepumpe ist ein Kompressor drin, dann geht der früher kaputt. Also ganz wichtig ist, dass das System sauber ausgelegt ist. Dann spricht nichts dagegen, dass solche Systeme 25 Jahre halten. Mhm. Wenn sie falsch eingebaut werden, dann passiert sowas. Mhm. Und das soll uns das Wärmepumpensystemmodul vorschützen. Allerdings, wir haben eine Wirtschaftlichkeit, die etwa bei Luftwasser zwischen 12 und 15 Jahren passiert. Also man muss nicht 25 Jahre warten. Das stand leider da unten drunter. Dann haben wir noch die Erdsonde-Grundwassergeschichte. Das ist ja immer eine grosse... Oh, mal bin ich raus. Da seid ihr raus. Vielleicht kann ich auch noch darauf antworten. Vielleicht noch kurz. Ganz, ja. Ganz kurz. Gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen wir den Faktor 3,5 bis 4. Also aus einem Teil Strom macht es die Wärmepumpe 3,5 bis 4 Faktoren. Wir reden von einer Jahresarbeitszahl von 4. Wird diese Energie gewonnen und bei Grundwasseranlagen liegen wir je nach Auslegungstemperatur bei 4,5 bis 5. Also die sind schon effektiver, ja, oder Seewasseranlagen. Das ist so, ja. Und je nachdem, oder kommt für eine Erdsonde vielleicht noch 20.000, 30.000 Franken, je nach Dimension, dazu. An der Investition. Mhm. Das sind sicher höhere Anfangsinvestitionen, wenn man Erdsonden legt, die muss man dann auch nicht nach 25 Jahren ist die, muss man die ersetzen. Die überlebt im Normalfall, sage ich mal, oder die Erfahrung wird es zeigen, zwei Lebenszyklen von der Anlage. Ja, ja. Mhm. Ich kann vielleicht noch etwas ergänzen, was ich immer sage bei meiner Beratung. Wenn... Okay. Etwas Erdsonde, ja. Grundwasser. Manchmal gibt es das Blackout. Ah, wegen Strom. Oder die Luftwasserwärmepumpe, die ist am ineffizientesten, wenn wir draußen kalt haben. Mhm. Bei Minustemperaturen. Brauchen wir vielleicht die Hälfte Strom und die Hälfte nehmen wir aus der Wärme. Und die Grundwasserwärmepumpe, die nimmt zwar die Temperatur vom Grundwasser und dort haben wir immer etwa 12 Grad das Jahr durch. Und das heisst, denn wenn wir am wenigsten Strom haben, ist die Luftwasserwärmepumpe am ineffizientesten und die Grundwasserwärmepumpe ist eigentlich durch das ganze Jahr gleich effizient. Und wenn später vielleicht doch einmal noch der Strompreis Sommer und Winter variiert, das könnte kommen, dann ist man natürlich mit der Erdsonde oder Grundwasserpumpe besser dran als mit der Luftwasserwärmepumpe. Gut, ich habe hier noch ganze Haufen Fragen, die ihr geschickt habt im Chat. Danke vielmals. Ich habe noch vom Zedu, die vorher reingekommen sind, schon schriftlich. Und ich würde sagen, alle Fragen, die wir schriftlich haben, werden auch beantwortet von euch, Herr Glauser. Gell? Ja, das ist so, ja. Gut. Also, das ist gut. Und wenn ihr noch Fragen habt hier im Saal, dann schnappt ihr jetzt gerade einfach einen von diesen Herren, die das Gefühl haben, der könnte am besten antworten. Und dann bekommt ihr sicher auch noch eine Antwort auf eure Fragen. Herr Glauser, ihr seid Gastgeber, ihr organisiert die Energie-Klima-Talks. Was ist für heute eure wichtigste Message? Ich glaube, die wichtigste Message ist, es geht in Zukunft, gibt es eigentlich einen Weg, der ist erneuerbar beim Heizen und geht die Sache frühzeitig an, dass ihr nicht in Panik geratet, weil wir hören, das ist noch ein bisschen zu wenig diskutiert worden von Anbieterseite her. Ihr habt es gesehen, die Zahlen gehen in die erneuerbaren Systeme hinein. Die laufen im Moment recht am Anschlag. Es gibt, kommt zu gewissen Wartezeiten bezüglich, ist mein Installateur verfügbar und hat dann auch eine Maschine, die er verbauen kann. Geht euren Heizungssatz frühzeitig an. Dann könnt ihr auch ganz entspannt angehen und könnt euch all die Informationen einholen, die ihr eigentlich für den Entscheid braucht, für welches System das für euch in Frage kommt. Gut, wir danken den Herren ganz herzlich und viel Applaus für euch. Danke vielmals. Und wenn ihr jetzt gerade gedacht habt, ja, das ist ja noch interessant, ich habe noch etwas können lernen, dann gibt es weitere Energie- und Klimatalks. Der nächste ist am 26. April in Spiez.
Wenn ihr mal ein Reisli machen wollt auf Spiez, der geht es um Elektroheizungen. Das sind bekanntlich Stromfresser. Und der Titel ist «Meine Elektroheizung muss weg». Auch die Veranstaltung gibt es hybrid. Das heisst, es hat Leute im Saal oder es hat Leute wie heute oben noch, die per Livestream von den Heimen zuschauen. Es gibt auch Links zu den Referaten und kurze Umfragen bekommen ihr in den nächsten Tagen, die sich angemeldet haben. Und ich glaube, jetzt haben wir mal alles gesagt für heute und trinken etwas. Also, schönen Abend, danke vielmals, auf Wiedersehen miteinander. Danke.